Leute, was geht? Freunde, schaltet sofort ab. Schaut euch dieses Video auf gar keinen Fall zu Ende an. Denn ich sage euch, ich garantiere nicht für irgendwelche Hirnschäden. Ich sage es euch nur so, wie es ist. Am Ende des Videos werden wir alle einen halbierten IQ haben. Ich meine es ernst. Wir schauen uns heute nämlich etwas an, Leute. Kennt ihr Charlie the Steak? Das war eine App von den Machern von Talking Ben, Talking Tom. Ihr alle kennt diese iPhone-Apps, Leute. Das war auch einer der Gründe, warum meine Schwester damals ein iPod haben wollte, damit sie Talking Ben spielen kann, diesen Hund, der immer reden kann. Und wir schauen uns heute dieses komische Steak an. Man kann diese App wohl nicht mehr runterladen. Wir schauen uns dazu die verrücktesten Videos zu diesem Steak an. Das erste Video heißt Skittles Meme, I'm on Vacation versus Estoy de Vacaciones Compilation. Alleine der Titel dieses Videos, Leute, ich würde einfach sagen, wir legen los. Let's go. Oh nein. I'm on vacation. Was ist das? Das ist das Meme. Es ist dieser Song. I'm on vacation. Was passiert hier? Wir sehen hier drei rote Kreaturen. Wir haben ein Steak, eine Larve und nochmal irgend so ein Ding, das aussieht wie eine Mischung aus einem Steak, einer Wassermelone und diesem komischen roten Wut aus Alles steht Kopf 2. Was? Ist in diesem Video los, bitte. Was passiert hier? By the way, wenn ihr diesen Steak, Charlie the Steak, der heißt so, aber alle Leute nennen ihn I'm on Vacation, wegen diesem Song. Die nennen das Meme wegen dem Song. Ich sehe alle Leute auf dem Spielplatz gleich. Ich sehe euch Leute auf dem Spielplatz, alle macht diesen Song. Oh Gott, was war's? Me some Skittles, but I didn't want to pay for them. Oh nein. Er will die Skittles klauen. Oh nein. Er klaut die Skittles. Nice. Vince came up to me and was like, oh nein. Put that back. Among Us! Was? Was passiert hier? Was ist hier los? Ich check's nicht. Ich weiß nicht, aus welcher Serie dieses Ding ist. Ich will die Serie auch gar nicht sehen. Ich will das aus meinem Kopf gelöscht haben. Ein Brot. Oder frisst das Brot. Und jetzt frisst der Dieter. Was? Ich hab doch ein bisschen was von meinem Riegel im Hals. Alter! Um dich geht's hier heute gar nicht, Kollege. Wo ist das Steak? Das Steak ist heute dran. Okay, was macht der da bitte? Okay. Bruder, um dich geht's hier gar nicht. Alter, ich verstehe das Video nicht. Wie viele Klicks hat das Video, Leute? Zum Glück nur 300, okay. Alles klar. Alles klar, Leute. Ich weiß nicht, auf welcher Seite von YouTube ich hier gelandet bin. Ich weiß es nicht. Ja, Mann, schmeckt lecker, ne? Ja, Mann. War das gerade gegacke, die da gu. Das war's, oder? Ja. Wie lange geht dieses Video noch? Wie lange geht das Video noch? Es geht eine halbe Minute. Junge, du hast doch schon Skittles gegessen. Warum ist der denn dreimal Skittles? Hat jemand die Polizei wenigstens gerufen? Oi. Leute. Ich hoffe, ihr habt schon abgeschaltet. Ich hoffe, ihr habt abgeschaltet. Es wird noch schlimmer. Es wird gleich noch viel, viel schlimmer werden. Bitte schaltet ab! Schaltet ab, Leute! Schaltet jetzt sofort ab! Okay, ich switch zum nächsten Video, Leute. Ich switch jetzt zum nächsten Video. Damit wir erstmal ein bisschen uns beruhigen, Leute, schauen wir uns eigentlich an, woher dieses Meme ist. Wir werden uns jetzt das Video on Vacation Original vs. Meme anschauen. Also, Leute, da würde ich sagen, let's go!
Okay. Everything is day, because I love my occupation. Original. Und das ist jetzt das Original. Okay, dann bin ich mal gespannt. Okay, damit wir jetzt zum Verständnis haben. Was ist das? Ich zeige euch jetzt, was es ist. Ihr kennt Talking Ben, Talking Tom. Ihr könnt den anrufen, ihr könnt den schlagen, ihr könnt den streicheln, was auch immer. Ne? Immer auf dem Bauch und dann macht er immer dieses Uff, Uff. Es geht in diesem Spiel angeblich darum, dass ihr das Steak immer mehr fertig macht. Ihr schneidet es, ihr verbrennt es, ihr klatscht es flach wie so ein Schnitzel. Darum ging es in dem Spiel. Und man kann das Steak auch schlagen. So, darum ging es. Und man schaltet Level frei. Und je nach Level wird dieses Steak immer gammeliger und schlechter und ihr kommt in die Tiefen des Levels und kein Mensch kann sich an diese Levels erinnern. Oh, oh, oh. Blablabla. Alter. Hä? Hat er gerade hä gesagt? Hey. Es ist verstörend. Ich check's auch nicht. Ey, meine Damen und Herren, ich check's auch nicht. Aber gut. Bonus! Was ist jetzt das Bonus? Macht der irgendwas? Das Video endet gleich. Was ist das für ein Bonus? Was ist das für ein Bonus? Es ist nur ein Bild mit einem Song. Und er zoomt da leicht ran. Das ist Bonus? Oh mein Gott, und seht ihr da unten rechts, Leute? Evolution Compilation. Da ist sogar mit der TNT im... Das Video, wenn dieses Video aus irgendeinem Grund 2000 Likes schafft, oder sagen wir, ja doch, sagen wir 1500 Likes. Wenn dieses Video 1500 Likes schafft, dann verspreche ich euch, werden wir uns dieses Video reinziehen mit der TNT. Ich bin sowas von verstört jetzt schon. Ich verstehe es nicht ganz. Ich glaube, es ist auch... Diese App gibt's nicht mehr im App Store, oder? Gucken wir mal nach, Leute. Gehen wir mal in den App Store. Und dann gucken wir mal nach Charlie the Steak. So, meine erste Sucherfrage hieß Charlie the Steak Game, ja? Und wenn ich danach... Wait. Das wird mir angezeigt. Haben die das rausgebracht? Warte mal, Leute, warte mal. Ist die App draußen? Ist die App draußen? Ey, wenn das jetzt draußen ist, dann gebe ich euch... Nee, das sieht nicht... Made with Unity, nee, das kann's nicht sein. Nein, kein App-Tracking. Play. Play. Was ist das? Das ist nicht Charlie the Steak. Was ist das für eine App? Das ist nicht Charlie the Steak. Das ist fake. Das ist irgendein Spiel, wo man... Was ist das? Ich weiß nicht, was ich da gerade runtergeladen habe, Leute. Okay, wir wurden gescammt, damit wir das Spiel runterladen. Ich glaube, ich melde das. Also wisst ihr, die haben das Steak genommen und daraus dieses A gemacht. Wir schauen uns als nächstes das Video A Estoy de Vacaciones versus A I'm on Vacation and Oi 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 Red Lava Squid Game Meme an. Ich rede gar nicht mehr, wir machen einfach. Es ist Squid Game. Es ist Squid Game einfach. Bewegt ihr euch? Wer bewegt sich hier? Okay. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig, oder? Was passiert hier? I'm sexy and I know it. Oh! Er bewegt sich! Hallo! Ist das Nico Cardo Avocado? Ja. Hey, die sind ja durchgekommen, ja, stabil. Oh nein, das ist ein Steak. Oh oh. Oh oh. Hey, I'm on vacation. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Leute. Was ist das? Wir haben noch zwei Videos, keine Sorge. Okay, wir machen weiter. Falls ihr gedacht habt, das war genug, dann schauen wir uns eben das nächste Video an. Gegangen, die Gedanken, die Gedanken, versus Oi 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 Red Lava versus I'm on Vacation Squid Game Meme. Also Leute, let's go! Okay. Alter.
Okay, niemand tanzt. Alles cool. Oh mein... Oh nein, ihr habt euch beide bewegt. Ja, schön. Was ist das? Was ist das? Mann! Bitte sag mir nicht, dass das auf dem Schulhof läuft. Oder im Kindergarten. Ey, ich hätte safe gefeiert, Leute. Das ist mein Humor. Das ist mein Kinderhumor. Was rege ich mich auf? Ich feiere das ja genauso. Ich weiß nur, dass ich meinen IQ dadurch halbiere. Also, Leute, wir gucken weiter. Das sind nur noch 10 Sekunden von diesem Video. Und dann haben wir noch 2 Videos, glaube ich. Ja, beide haben gewonnen. Let's go! Nein! Nein! Die haben jetzt eine Meme-Mischung gemacht, dieses mit dieses Oi 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 Red Lava zusammen gemacht. Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist zu viel. Weiter geht's. Nächstes Video. Oh, wir haben noch ein Video. Und zwar Gage Digge Dage Dago. Was ist Oi 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 Red Lava? Was ist I'm on vacation. Let's go. My life be like. I'm on vacation. Ich muss kurz pausieren, das ist ein Copyright-Song. Warum auch immer ihr immer für eure Memes Copyright-Songs benutzt. Na gut, weil es weniger Arbeit ist, ich weiß. Das Gage-Dige-Dage-Dago. Was regen wir uns alle auf, Leute? Dieses Chicken Nugget hat mir mehr Geld gemacht mit meinen Videos, die ich dazu gebracht habe, als ich bei McDonald's jemals ausgegeben habe. Also sollte ich eigentlich diesem Chicken Nugget dankbar sein, dass es so ein Meme ist. Und ich glaube, Leute, dieses Steak, wir werden dieses Steak auch in GTA 5 suchen. Und ich werde noch herausfinden, ich werde dieses Meme noch studieren, ich werde noch genau herausfinden, was es mit ihm auf sich hat, ob man dieses Spiel spielen kann. Und dann werde ich dieses Steak suchen. Und ich weiß, dass es viele, viele Leute gibt, die das interessiert. Das ist das Traurige daran. Wer bist du? Okay, wer bist du? Wer ist der Fünfte? Wer kommt jetzt? Wer kommt jetzt? No, God. Nein, bitte nicht. No, God, please, no. Oh, mein Kopf, ich kann nicht mehr, Leute. Wer ist der Gewinner? Wer ist der Gewinner? Ey, Leute, wisst ihr was? Wer ist der Gewinner unter diesen ganzen Leuten? Jetzt mal ehrlich, Leute. Unter diesen 5 Leuten. Schreibt eine Zahl von 1 bis 5 in die Kommentare. Wer hat euch bei dieser Show mehr überzeugt? Also ich muss ganz klar sagen, Gage Digge Dage Dago natürlich nicht so gut performt, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wer von mir DSDS gewinnen wird. Ich würde sagen, dass der Oi Oi Oi, der hat von mir ziemlich viel Hate abbekommen in der Vergangenheit. Dieser Red Lava Oi Oi Oi. Alter, ich schmelze, meine IQ schmelzen gerade. Ich hatte noch einen IQ von 120, jetzt habe ich nur noch einen von 60. Wir nähern uns an am Wahnsinn. Also Leute, ein Video haben wir noch. Und zwar das letzte Video. Lautet, I'm on vacation, SpongeBob. Dieses Video hat 111.000 Views bekommen, Leute. Ich habe nicht nachgeguckt, wie viel die anderen Videos haben. Vielleicht stand das im Titel. Aber Leute, ich würde sagen, lassen wir uns von der Welt von SpongeBob doch mal verzaubern und schauen doch mal nach, wo wir da dieses Steak gleich sehen. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Okay. Leute, ich brauche jetzt meine Hubba Bubba. Das geht nicht. Ich brauche jetzt meine Hubba Bubba. Ich muss erstmal meine Hubba Bubba essen. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. My life be like. Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hört auf. Bitte hört auf. Hör einfach auf. Schluss. Ende.
Los! Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Ja, Leute, ich hör auf. Ich hör auf, ich kann nicht mehr. Figuren als Thema aus. Und hier direkt die erste Frage, ist deine Figur männlich? Und um ehrlich zu sein, er hat schon eine männliche Stimme, aber er ist halt ein Stück Fleisch, der ist kein Mensch. Ich würde aber sagen, auch so ein Stück Fleisch kann männlich sein. Wenn du eine Kuh oder so schlachtest, dann ist es ja entweder von einem männlichen oder weiblichen Steak. Aber ich glaube, es war ein männliches Steak. Deswegen sagen wir einfach mal ja. Okay, schafft er es in unter 20 Fragen, ihn zu erraten? Ist deine Figur deutscher YouTuber? Nein, es ist ja nicht, das weiß ich. Ich bin der YouTuber, aber nein. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Nein, absolut nicht. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Ja, okay. Habt ihr gesehen? Der macht gerade den Blitzdenker-Modus. Ich werde jetzt deine Gedanken lesen. Leute, ich werde jetzt auch eure Gedanken lesen. Und zwar werde ich jetzt predikten, was ihr in den nächsten 10 Sekunden machen werdet. Ah, okay. By the way, Freunde, falls euch das Video gefällt, lasst jetzt einen Daumen nach oben da, auf jeden Fall. Ah, jo, ich hab euch verlinktet. Ihr habt ein Like da gelassen. Naja, ich hab's gewusst. Okay, also ich stammt aus einem Spiel. Kommt deine Figur aus Brawl Stars? Nee, okay, es scheinen viele Brawl Stars-YouTuber gespielt zu haben. Trägt deine Figur eine Waffe? Nee, er nicht. Wir aber schon, wenn wir das Spiel spielen. Nein, komm schon, Junge, du hast noch 13 Fragen. Such die gute Fragen aus. Du bist auf einer guten Laufbahn. Hat deine Figur etwas mit dem Akinator zu tun? Sorry, Kollege, aber... Hä? Nein. Ganz sicher nicht. Gibt es noch eine Frau Akinator? Kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? Nein, nicht direkt, würde ich nicht sagen. Nein. Hat deine Figur etwas mit Nintendo zu tun? Nein. Hat deine Figur dunkle Haare? Kollege, komm, du warst auf einem guten Weg. Bitte, nein. Trägt deine Figur eine Hose? Ja, das sind ganz schön intime Fragen, mein Freund. Nein, er hat keine Hose. Komm schon, was Gutes. Steht deine Figur auf zwei Beinen? Ja, interessante Frage. Und ich glaube, er macht schon diesen Move. Er macht schon diese Geste. Nein, er hat keine Beine. Kommt deine Figur aus Minecraft? Nein, kommt nicht aus Minecraft. Bro, du hast noch 7 Fragen. Wird deine Figur als Schwert Allahs bezeichnet? Ich weiß nicht, was das Schwert davon ist, aber nein. Ich würde eher sagen, dass das Ding Haram ist, aber... Ich weiß nicht, ob er Halal ist. Ich weiß es nicht. Hat deine Figur Beine? Bro, Akinator, ich raste gleich aus. Du hast mich vor 3 Tagen... hat mich vor 3 Fragen gefragt, ob die Figur Beine hat. Und jetzt fragst du nochmal, hat deine Figur Beine? Wenn ich das gleich noch einmal sehe, Akinator, dann raste ich aus. Nein, er hat keine Beine. Weiter geht's. Ist deine Figur böse? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube nicht. Kann er deine Figur sprechen? Ja, kann er. Er hat dieses eingebaute Feature. Zerstört deine Figur Autos? Nein. Spielt deine Figur beim Deutschen Fußballbund? Bruder, ich hab dir doch gesagt, diese Figur gibt es nicht in Wirklichkeit. Wie kann er denn dann beim DFB spielen? Ja gut, einen FIFA-Charakter gibt es auch in Real Life. Nein, er spielt nicht beim DFB. Ist deine Figur menschlich? Nein, das ist deine letzte Frage. Ist deine Figur aus Metall? Nein. Okay, wir sind jetzt schon bei Frage 21. Er hat also die Challenge nicht ganz geschafft. Ist nicht aus Metall. Traf deine Figur auf Mary Shelley? Wer ist Mary Shelley? Nein. Auf gar keinen Fall. Kann deine Figur fliegen? Nein, kann sie nicht. Sie ist ein Stück Steak. Sie ist ein Steak. Charlie the Steak. Ist deine Figur ein Tier? Nein. Ist deine Figur klein? Ja. Zockt deine Figur gerne? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Es ist falsch. Aber ich wollte Gegagedigedagedago suchen. Das ist krass. Hey, Moment mal kurz, Kollege. Moment mal kurz. Akinator, willst du mich? Willst du mich? Das hat er herausgefunden. Er hat mich 2-mal was gefragt. Welche Frage hat er mich 2-mal gefragt? Und was hat diese Figur? Genau, sie hat Beine. Ich habe ihm 2-mal gesagt, nein, er hat keine Beine. Und jetzt bringt er Gegagedigedagedago
Pentagone ganz klar Beine hat. Das macht keinen Sinn. Also Leute, ja, nee, das ist falsch. Es ist nicht das Gigagedigedagedagonugget. Fortfahren, ja, bitte. Kollege, du hast aber gefailt. Er hat sich getraut, er hat geraten. Es war auch nah dran, aber das Ding hat Beine. Deswegen, nein. Ist deine Figur aus Undertale? Nein. Hat deine Figur am 1. April Geburtstag? Nein. Ist deine Figur ein Jugendlicher? Nein. Hat deine Figur Ohren? Nein. Ist deine Figur braun? Das kommt drauf an, wenn man ihn brät oder so schön gebratenes Steak. Ich würde sagen, ich weiß nicht. Hat deine Figur was mit Musik zu tun? Nein. Komm schon, ich wollte 4 Figuren machen. Wir sind bei der ersten und das Video geht schon 10 Minuten. Ist deine Figur mit einer Frau verheiratet? Nein. Ist deine Figur machthungrig? Ich weiß es nicht. Will deine Figur Ärztin werden? Also nein, es gibt den einen oder anderen Clip, wo man ihn halt beim Zahnarzt erwischt, also wo er die Zähne gebohrt bekommt, aber das ist nicht er. Nein. Hat deine Figur Zahn? Ja, 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 ja. Ja, hat sie. Hat deine Figur etwas mit Pikachu zu... Das ist ganz weit weg. Stammt deine Figur aus einem App-Store? Ja, ja. Bitte, errate es. Macht deine Figur Kämpfe? Nee, nicht so ganz. Hat deine Figur einen Besitzer? Ja, ich weiß nicht. Kommt deine Figur aus Korea? Nein, das ist deine Figur dick? Ja, ich weiß nicht. Sie ist nicht grün. Nein. Komm, sag rot. Ja, 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 ja. Let's go. Er fragt. Er fragt. Und Leute, jetzt ist es wichtig. Jetzt ist die Frage wichtig. Jetzt wird sich herausstellen, ob er direkt es richtig errät. Achtung, fertig, los. Ist seine Figur für ihre accessible? Was heißt das? Nein, ist sie nicht. Hat er eine Figur? Ich hab dir gesagt, Bro, die Figur ist rot. Es gibt nicht viele rote Charaktere, die keine Beine haben. Kollege, das ist doch so easy. Nein, es hat nichts mit Bällen zu tun. Er will Poe. Er will uns Poe geben. Poe will er uns geben, ne? Ist deine Figur essbar? Ja, ist sie. Hat deine Figur... Ist die Figur Hauptfigur in einem Buch? Wer kennt denn nicht das Buch Charlie the Steak? Das Kinderbuch? Natürlich! Nein, ist er nicht. Stammt deine Figur aus einem Videospiel? Bruder, ich habe dir doch gerade gesagt, dass es eine Figur aus dem App Store ist. Natürlich! Kann man auch fragen, ob das ein Videospiel ist? Ja. Ist sie? Komm schon, bitte. Kann deine Figur reden? Das hast du schon das zweite Mal gefragt. Ja. Oh mein Gott, er fragt das zweite Mal, ob sie rot ist. 50. Frage. Ich glaube, der Akinator gibt automatisch einen Tipp ab der 25. und der 50. Frage. Also, noch einmal. Bitte, jetzt oder die Runde verlierst du. Let's go. Leute, was soll ich sagen? Natürlich! Natürlich! So, Kollege Akinator, jetzt mache ich dich fertig! Bam! Warte mal, ich muss nachladen. Achtung! Bam! Gesehen, wo das hingelandet ist? Ich weiß nämlich nicht, wo es ist. Oh mein Gott, ich brauche das Teil! Akinator, Kollege, du bist mein Bro. Ich mag dich. Eigentlich nicht. Aber Mr. Tomato, ich habe gesagt, die ist nicht grün. Ja, da ist ein bisschen was grün. Aber bitte, bitte, versuch nachzudenken, bevor ihr was sagt, ja? Es ist nicht Mr. Tomato. Ja, wir fahren fort. Leute, wir sind jetzt schon bei der 50. Frage. Probiert es, by the way, auch aus und schreibt mir in die Kommentare, wann er euch den richtig empfohlen hat. Also, wenn... Es kann sein, dass er ihn gar nicht kennt. Es kann auch sein. Ist deine Figur dünn? Ich würde sagen... Ja, es ist ein dünnes Steak. Ja, können wir sagen. Komm, sie trägt keine langen Haare. Nein, sie ist nicht gelb. Ich habe gesagt, sie ist rot. Hat deine Figur etwas mit einer Fernsehserie zu tun? Nein, sie hat kein tierisches Aussehen. Wobei, sie ist ja aus tierischem... Nein, sie ist kein Roboter. Sie ist kein erwachsener Mann. Sie kämpft nicht gegen Zombies. Bruder... Akinator. Diese Frage sehe ich jetzt das dritte Mal. Ja, zum letzten Mal. Die Figur ist rot. Sie hat keine Ecken. Okay, das ist eine interessante, gute Frage. Das heißt, sie ist rund. Sie ist aus einem Spiel. Ja, das sage ich schon zum dritten Mal. Ja, hat deine Figur Haut? Interessante Frage. Ein Steak ist kein... Da ist keine Haut. Sie hat keine Haut. Kriegt deine Figur auf den Boden? Bitte sag jetzt nicht Red Lava. Hat deine Figur eine eigene Marke? Nein, ich glaube, ich weiß nicht.
Ist deine Figur blau? Nein, ich hab gesagt, die ist rot. Die ist rot. Es ist rot, Papa. Da ist rot. Sie ist nicht groß. Sie ist nicht größer als 1,50. Nein, die macht keine Videos auf Englisch. Sie kämpft. Nein, sie kämpft nicht. Sie hat Augen zum zweiten Mal. Wer ist Manuelsen? Nein, es ist nicht mit Manuelsen. Jetzt kommt so. Ist deine Figur mit Lutz befreundet? Wer ist Lutz? Hat deine Figur einen Mund? Ja. Sie ist durch eine App berühmt. Sie ist nicht in der Fitnessszene bekannt. Komm schon, Mann. Läuft deine Figur auf zwei Beinen? Nein. Jetzt bei der 75. Frage muss er einen weiteren Tipp abgeben, Leute. Ey, das ist Wahnsinn. Wir sind immer noch bei ihm. Immer noch bei Charlie the Steak. Ist deine Figur älter als 10 Jahre? Ja. Ja. Ja, ist sie. Komm, jetzt. Ich geb's auf. Ich geb's auf. Ich geb's auf. Ich hab ihm gesagt, die Figur hat dreimal rote Haut. Und ich hab euch gesagt, der will mir Po geben. Jetzt hat er mir Po gegeben. Es ist nicht Po. Es ist nicht Po. Ja, wir fahren fort. Leute, schaffen wir es mit Frage 100? Ist das ein Rekord? Es muss doch einen Akinator-Rekord geben. Wie viele Fragen kann der Akinator maximal stellen? Ich glaube, es gibt einen Rekord irgendwo. Hat deine Figur einen Künstlernamen, der etwas mit Essen zu tun hat? Ja, Charlie the Steak. Es ist nicht Five Nights at Freddy's. Bitte gib mir keinen Chica. Bitte gib mir nicht Foxy. Hat deine Figur etwas mit Schlag den Raab zu tun? Ich habe gesagt, die Figur ist rot. Ich habe nicht gesagt, die ist Stefan Raab. Nein. Lebt deine Figur in der Wildnis? Nein, es ist nicht Fritz Meinecke. Sie hat keine zwei Haarfarben, weil sie keine Haare hat. Ja, sie hat was mit Nahrung zu tun. Akinator hat aufgegeben. Ladies and Gentlemen, Akinator hat aufgegeben. Aber ich gebe mich damit nicht zufrieden. Das kann nicht sein. Ich nehme jetzt mal Charlie the Steak. Hat jemand... Charlie the Steak ist ein Steak, das gefoltert wird. By the way, Rechtschreibfehler. Das schreibt man mit einem S, mein Freund. Charlie the Steak, Charakter, Videospiel. Lost Media, ja. Charlie the Steak, ein Steak aus dem Spiel, das es nicht mehr gibt. Charlie the Steak, ein Spiel aus dem... oh. Editor, bitte da drauf zoomen. Ein Spiel aus dem App Store. Und ein Steil, das Ei Amonde keischen. Was? Welcher Analphabet hat das denn geschrieben? Ein Spiel aus dem App Store, ein Steil, oder eher ein Steig, das Ei Amonde keischen. $1, $1, das ist doch krass, okay. Dann mach einfach mal, ey, Charlie the Steak. Aber wo ist ein Foto? Niemand hat ein Foto eingesandt. Das ist sehr enttäuschend, Leute. Das ist sehr enttäuschend. Aber wir haben natürlich noch andere Charakter. Und zwar, wir suchen jetzt einfach mal... Wir waren ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden. Jetzt suchen wir als nächstes einfach mal Red Lava. Oi, oi, oi. Ich glaube, das sollte der relativ hinkriegen. Also nehmen wir Figur, Leute, und rasen jetzt durch. Sie ist nicht weiblich. Ich weiß nicht, ob sie YouTube-Videos macht. Ich kenne nämlich die Figur nicht gut genug. Sie kommt nicht aus Deutschland. Nein. Sie ist im, ja, kann man sagen, im Musikbereich mit oi, oi, oi und so. Sie kommt, ich weiß nicht, ob sie aus Amerika kommt. Wahrscheinlich nicht. Sie ist nicht koreanisch. Wobei, sie ist ein bisschen japanisch in dem Song mit drin. Sie spricht nicht Deutsch. Nein. Ich weiß nicht, ob sie Englisch ist. Existiert deine Figur wirklich? Nein. Stammt deine Figur aus dem Spiel? Nein, ist aus einer Serie. Trägt deine Figur Schuhe? Nein. Hat deine Figur Beine? Ich denke nicht. Nein, es ist eine Larve. Singt deine Figur? Ja, sie singt. Ist deine Figur essbar? Ist eine Larve essbar? Ich glaube nicht. Nein. Lebt deine Figur in der Toilette? Skibidi Toilette. Skibidi, Skibidi Toilette. Nein. Es ist nicht in einer Toilette. Ist es nicht. Hat deine Figur zwei Augen? Ja, hat sie. Hat sie. Hat sie. Lebt nicht im Wasser? Nein. Ah, ist sie böse? Ich weiß nicht. Sie hat keine Arme. Verbindest du deine Figur mit Essen oder Nahrung? Nein. Ist deine Figur japanisch? Könnte sein. Ist deine Figur erst kürzlich bekannt worden? Ich würde sagen, Red Lava, oi, 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 das ist relativ neu noch. Ja, komm. Ist deine Figur eine Manga-Figur? Ich weiß es nicht. Gehört deine Figur zur existierenden Tierart? Larve, ja. Hat deine Figur... Ja, Insekten, ja. Ja, Akinator, komm, 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 come on. In einem Fantasy-Film? Nein. Komm! Ja! Er war so gut! Er war so nah dran! Er hat Larva, aber er hat nicht Red Larva. Mann, das ist so bitter!
Weil er hat ihn fast. Er hat ihn first try. Nein, es ist nicht. Komm, Red Lava, bitte. Siehst nicht aus Norwegen. Was? Spielt deine Figur in Jujutsu Kaisen? Nein. Ist deine Figur ein Pokémon? Nein. Komm, du warst dran. Hat deine Figur eine Träne? Nein, 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 nein. Es ist kein Genshin Impact Character. Sie kann nicht fliegen. Markierung oder Narbe im Gesicht? Nein. Anime? Nein. Ist keine Katze? Nein, komm schon. Sagt deine Figur ständig, dass er in der Schule ist? Nein. Ja, ich weiß nicht, wie viele Abonnenten sie hat. Propeller auf dem Kopf? Nein. Hat Red Lava Propeller? Sie ist ein Tier, ja, ein Insekt. Hast du deine Figur? Ja, ich hasse ihn. Extrem. Ich hasse Red Lava. Sie war nicht im Dschungelcamp. Keine Sorge. Sie lebt nicht unter Wasser. Fernseher? Ich würde sagen, ja, schon, oder? Ist deine Figur klein? Ja, ist sie. Aus For Honor? Nein. 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 Red Lava? Ja. Ja, könnte man sagen. Sie hat keine Flügel. Sie ist nicht grün. Sie hat nichts mit dem Meer zu tun. Bitte. Rot. Rot. Mach rot. Mach rot. Hat deine Figur Freunde, die Menschen sind? Ja, keine Ahnung. Nein, Bruder. You had one job. Einfach Regenwurm. Max der Regenwurm. Ist das einfach ein Crimex? Oder was? Nein. Es ist nicht aus Biene Maya der Regenwurm. Ja, sie wird mit Rot in Verbindung gebracht. Komm schon, jetzt rate doch richtig. Ich habe das Gefühl, Akinator ist dumm geworden. Er ist wirklich dumm geworden. Er hat keinen Schnabel, keine Enkelin, keinen Überbiss. Ist seine Figur ein Mordor? Nein. Ich habe keine Ahnung. Ja, eine Lava hat eine Ähnlichkeit mit einer Schlange. Ja, ein bisschen. Hat deine Figur Hände? Nein. Ist deine Figur ein Kind? Nein. Ich war nicht mit der Figur. Sie ist nicht aus einem Spiel. Nee, sie ist nicht aus Lego. Wirklich, Akinator. Ja, sie ist kleiner als ich. Man kennt sie aus einer Serie. Wahrscheinlich. Nein. Nein. My name. Nein. Es ist keine Schnecke. Nein. Hat deine Figur Reinigungsmittel für Fahrzeuge? Ey, Red Lava. Sag mal, hast du eigentlich noch dieses Reinigungszeug für mein Auto? Ja, hier, Scheibenreiniger, genau. Ja, Wischwasser und so auch. Nee, schade. Schade, schade. Ich wollte gerade bei Red Lava einkaufen. Nein, leider nicht. Hat kein eigenes Haus. Er kommt aus einer Serie. Er hat keinen Helm. Ich weiß nicht, ob er einen Besitzer hat. Keine Ahnung, ob er amerikanische Serie ist. Ich weiß es nicht. Mit Schlangen. Nein. 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 Ist seine Figur der Hauptheld? Ich würde sagen, ja, oder? Ja, er ist in der Serie bekannt. Er ist eigentlich aus dem Meme bekannt. Türkische Abstammung. Nein, es ist keine Spinne. Ey, wirklich, Akinator, du bist der Dümmste ever. Du bist ein dummer Akinator. Es ist doch so einfach Red Lava. Was ist da so schwer daran? Red Lava. Oi, 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 Red Lava Remove went viral on TikTok 2024. Warum hat dieser Akinator keine Fotos mehr von den Sachen? Leute, eine Sache raten wir noch. Und das müssten wir haben. Und zwar unser liebes, liebes Hamsti-Meme. Wir alle kennen ihn, wir alle lieben ihn, Leute. Egal, ob mit pinker Schleife oder ohne. Wir suchen jetzt nach den Hamsti. Und da suchen wir jetzt nach Tieren, weil, ihr wisst ja, oder wir nehmen eine Figur, komm. Wir nehmen eine Figur, weil ich weiß nicht, was passiert, wenn man auf Tiere drückt. Sie ist kein YouTuber. Hamsti ist real. Es ist ein echter Charakter. Aber ich sage ihr einfach, ich weiß nicht. Sagen wir mal die weiblich. Hamsti ist weiblich. Ich rede nicht mit der Figur. Nein. Aber ziemlich viele WhatsApp-Sticker. Hat deine Figur ein Handy? Nein. Man kennt sie nicht aus dem Film. Sie kommt nicht aus einem Spiel. Sie spielt nicht in einer Serie. Sie ist nicht böse. Ist deine Figur bereits tot? Oh. Bitte, Hamsti, nicht tot sein. Nein, Hamsti lebt. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Wahrscheinlich. Weibliche Kleidung, ja, kann man sagen. Sie hat keinen YouTube-Kanal. Keine Göttin. Komm, du bist auf einem falschen Fuß. Sie wohnt nicht in Deutschland. Keine dunklen Haare. Nein, hellgrau. Nein, hellgrau. Sie kann nicht sprechen. Ja, sie hat zwei Augen. Sie lebt nicht in New York. Ein Speedrunner. Nein, sie ist kein Speedrunner. Komm schon, sie ist kein Spielzeug. Sie ist kein Heldengeist. Sie macht auch keinen Gomme-Mode. Sie kann kein Japanisch. Sie ist nicht über 20. Ich weiß es. Also sorry, Leute. Was ist das? Die Mona Lisa? Akinator, ich habe dir fast jede Frage mit Nein beantwortet. Und du
gibst mir die Mona Lisa? Entschuldigung? Nein, wir fahren fort. Ist deine Figur ein Mensch? Nein. Verschenkt deine Figur. Ich hab gerade noch gesagt, die Figur lebt, ne? Wisst ihr noch? Mona Lisa? Das Ding ist schon die hunderte Jahre alt. Lebt noch, ja genau. Verschenkt deine Figur Bildschirme. Hey, Hamsti, verschenkst du ein paar Monitore? Nee, leider nicht. Hamsti nicht genug Geld? Hamsti nur 5 Euro? Schade, sie hat auch keine Flügel. Komm schon, ich weiß nicht, wann sie geboren ist. Keine Ahnung. Ja, tierisches Aussehen. Komm schon, Mann. Komm schon. Ja, sie hat Fell. Ja, ich weiß nicht, ob sie einen Besitz hat. Ab. Die Frage überskippen wir lieber, oder? Mal nein. Etwas mit Nahrung, nein. Sie trägt, ich weiß nicht, ob sie Kleidung trägt. Ja, nein, die macht keine lustigen YouTube-Videos, bitte. Antikapitalistisch? Was? Nein, die ist auch nicht aus Lego. Die ist nicht aus Stoff. Die ist nicht YouTube-Bador. Die ist nicht durch Zeichnungen bekannt. Lebt deine Figur wirklich? Nein. Komm schon. Nein. Akinator, du bist heute wirklich schlecht. Du bist heute wirklich schlecht. Nicht eine Figur hat er richtig erraten bis jetzt. Ist deine Figur eine Katze? Sie hat keine Cartoon-Augen. Oh, nein. Nein. Verbessern. Verbessern. Ja. Ja, sie hat große Cartoon-Augen. Nee, sie hat keine zwei Beine. Ja. Bellt deine Figur... Hamsti die Welt. Nein. Mach deine Figur Werbung für eine Marke. Nein, komm. Nein. Nein, nix mit Kunst. Kein Rollstuhl. Was? Was ist das? Ein rosa Elefant. Da steht nicht mal von wo. Es ist einfach YouTube. Ich hab gesagt, ich mach keine YouTube. Akinator, wirklich. Sorry, Mann. Ist deine Figur schwarz-weiß? Nein. Nein. Akinator, was ist QDH? Ich verstehe es nicht. Hat deine Figur Hufe? Nein, es ist kein Bär. Ja, sie läuft auf vier Beinen. Sie hat nichts mit Wölfen zu tun. Komm schon, es ist kein Pokémon. Ja, sie ist durch Internet bekannt geworden. Mit einem Elb. Ich dachte, steht mit einem Kelb. Seine Figur mit einem Kelb zusammen. Kann mich nicht kontrollieren. Nein. Sie hat nichts mit Schweinen zu tun. Sie tanzt nicht Hip-Hop, leider. Hat deine Figur einen Körper? Ja. Komm bitte, Hamsti. Nix mit Basteln. Nein. Gehört deine Figur zu den Elfen? Nee, Leute. Ja, sie ist kleiner. Nein, du bist so nah dran. Sie hat keinen YouTube-Kanal. Keine Katze. Kein... Ist ein Hamster ein Nagetier? Ja. Ja, ja. Bitte, 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 bitte. War deine Figur an der Universität? Ja, Hamsti an der Universität. Nein, ist deine Figur gestorben? Ich weiß es nicht. Sie ist durch YouTube berühmt geworden. Ich weiß es nicht. Sie ist keine Maus. Hamsti ist keine Maus. Hat sie Hände? Sie hat Pfoten? Das sind aber keine Hände. Ich weiß nicht. Zeichne deine Figur gerne. Nein. Ist deine Figur... Ey, wirklich, der geht jedes Tier durch. Hase, Hund, Katze, Schwein, aber nicht Hamster. Hase? Nein. Wurde ein Buch deiner Figuren verfilmt? Nein. Ist deine Figur weiß? Nein. Ey, Mann. Akinator, ich hasse dich. Akinator, du bist wirklich schlecht. Du bist wirklich schlecht, Mann. Hamsti, Arc YouTube. Es gibt einen Arc YouTuber, der nennt sich Hamsti. Oh mein Gott, wie peinlich. TikTok Hamsti Trendy. Oh, er schreibt sogar Trendy. Feldtier klein, TikTok berühmt, Trendy. Hamsti YouTuber. Trauriger Hamsti, trauriger Hamster. Hamsti, kleiner Hamster von TikTok. Aber wenn ihr das sehen wollt, folgt meinem Hauptkanal IDZock. Ich werde zu Charlie the Steak was in GTA 5 machen. Hey, I'm on vacation. Oh Gott. Every single day, 'cause I love my occupation. Oh nein, Junge, da ist er, ein singendes Steak. Helft mir, Leute. Helft mir, help me. Ich sag's euch, ich habe im letzten Video nur noch einen IQ von 60. Nach diesem Video werde ich nur noch einen IQ von 30 haben. Jedes Video halbiert mein IQ. Bald habe ich nur noch 10 IQ. Oh nein. Geht weg. Geht weg. Oh, nee! Haut ab, ich will doch nur... Ah!
I'm on vacation. Ich muss mich jetzt nochmal nachschauen, Leute, ob das Video Copyright ist. Weil das wäre jetzt ein Ding, wenn da ein Copyright-Claim drauf... Nein, es ist nicht. Okay, da bin ich schon mal beruhigt. Weil die ganze Zeit mit diesem Copyright-Sound, da denkt man sich so, wird das jetzt geclaimed? Alter, ich finde den Song auch so kacke. Ich weiß nicht warum. Der lief mal im Radio, ne? Ich feiere den Song gar nicht. Da finde ich gegage die gedage da go. I'll be looking all time low. What do you go from? What do you go? What do you da 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 da. Ich finde den Song viel besser. Selbst Skibbe die Toilet war ein geilerer Song. Okay, haben wir unsere Einkäufe erledigt? Haben wir jetzt eingekauft, was... Oh, was ist das? Hm. Das sind doch diese hier, vor Ferrero bestimmt so Küsschen, Rocher, hier, wie heißt das Ding? Ach, keine Ahnung, wie das heißt. Hey, I'm on vacation every single day. I'm a love my occupation. Jetzt hört mal auf, Leute. Wirklich. Wo ist der Kassierer? Wo sind die Kassierer? Oh, nee, da sind 10 Stück. I'm on vacation every single day. Kann das Video enden? Oh, nee, nein. 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 Wir haben AAA in Backrooms. Wir haben AAA in Skibbidi Toilet. Ich drehe gleich am Rad. Leute, wir gucken uns das Skibbidi Toilet Video dazu jetzt mal als nächstes an. Okay. Wir schauen, by the way, auf dem Kanal vom lieben MRVR. Das ist das nächste Video. Freunde, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe es euch gesagt. Warum guckt ihr euch das an? Warum? Im Ernst. Ich möchte das wirklich von euch wissen. Habt ihr genauso einen Brain-Schaden wie ich? Habt ihr genauso Brain-Damage? Wollt ihr... Ihr wollt einfach, dass ich leide. Das ist es. Ihr wollt sehen, wie ich leide. Ihr würdet euch das doch alleine niemals reinziehen. So, weiter geht's. Ihr seid echt nicht nette Leute, oder? Es sei denn, ihr lasst ein Like da, dann verzeihe ich euch. Ich verzeihe es euch. Wenn das Video 2000 Likes hat, dann bin ich euch nicht mehr sauer. Okay, wir sind auf Klo. Ah. Schön auf Klo. Hä? Hä? Bruder, ich will einfach nur kacken gehen. Was ist denn euer Problem? So. Wenn der jetzt ein Steak rauskommt aus dem Klo. Eher aus mir kommt bald ein Steak ins Klo. Ah, erstmal abspülen. Easy, also. Hä? Okay, wer war das? Hallo? Wow! Oh! Alter! Oh! Ey, das ist so derselbe Laden, wo wir vorher waren. Meine Güte! Warum öffne ich überhaupt die Tür? Warum? Ich drehe mich jetzt um. So. Und dann gehen wir einfach da raus. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Die sind gefreezed. Okay, wir laufen. Lauf raus aus dem Laden. Einfach rauslaufen. Ja, sehr gut. Sehr gut machst du das. Ich höre Piepgeräusche, obwohl kein Kassierer da ist. Der stinkt auch noch. Ich dreh gleich durch. Ich dreh durch. Wir gucken uns nächstes Video an, Leute. Das nächste Video, was wir uns reinziehen, lautet 360 Grad VR. I'm on vacation, but degree of roasting. Das heißt, es ist so eine Art Roasting-Challenge, glaube ich. Wir sehen auf jeden Fall, Leute, das erste Level ist roh, rare. Rare. Rare, rare, rare. Oh Gott, das ist die schlimmste Version von dem Meme mit diesem Song. Ey, ey, ey. Weil das ist eine Kombination aus diesem Red Lava Meme. Medium Rare. Medium Rare. Ey, I'm on vacation. Every single day. I love my occupation. Ich will den Song nicht zu lang abspielen, weil ich nicht weiß, auf wie viele Sekunden YouTube sich denkt. Ja, Mann, das claimen wir. My occupation.
Medium well. Medium well, okay. Ja! Nimm das! Nimm das! Ja! Wir haben ihn verbrannt! Wir haben ihn verbrannt! Ja, Mann! Hey. Der hat sich jetzt resettet. Der ist einfach wieder normal geworden. Das bringt gar nichts. Charlie the Steak wird für immer da sein. Der respawnt! Oh, okay. Wow! Das ist aus dem Originalspiel. Was passiert jetzt? Wow. Er wird gepfeffert. Medium done. Medium done? Du meinst wohl medium well. Oder? Medium. Oh Gott, oh Gott, oh, 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 Leute. Oh, oh, Leute. Ich drehe mich kurz mal um. Das ist die Version, die ich euch nicht zeigen darf. Das ist die Version, wo ich mich eben kurz umdrehe. Hört ihr die Geräusche? Ich will euch mal beschreiben, was der gemacht hat. Der hat ein bisschen ins Auge gepiekst. Dann hat er so gemacht. Und jetzt wedelt der damit rum, als wenn der ein Cowboy wäre. Und ich rede nicht vom Steak. Ich rede vom Auge. Ja. Bitte respawne, Kollege. Oh! Overdone. Ich kann diesen Song nicht mehr hören. Ich kann diesen Song nicht mehr hören. Ich bin langsam, Leute, bin ich, ich sag's euch, wie es ist. Ich hab das Gefühl, ich bin hier bald, klinikreif. Ich bin klinikreif gleich. Wow, ganz große Klasse. Ganz große Klasse, das war wirklich das beste Video, was ich je gesehen habe. Und wir haben noch 4 weitere Videos. 4-mal noch diesen Müll müssen wir uns reinziehen. Aber ja, ihr wollt es ja sehen. Also, wir schauen weiter. Was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir das Video I'm on vacation, Chase, but it's 360 VR. I'm on vacation meme. Ich hab das, Leute, kennt ihr diesen Song schon? I'm on vacation? Den habe ich noch nie gehört. Habt ihr den schon mal gehört? Ganz neues Meme. I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Es ist, ich kann nicht mehr. Wo sind wir? Wir sind in der Großstadt. Sieht ein bisschen nach New York aus. Liberty City. Oh Gott. Der verfolgt mich. Geht es darum? Ich spiele das jetzt in doppelter Geschwindigkeit ab. Mal gucken, ob das dann schneller vorbei ist, das Leid. Oder ob meine Gehirnzellen doppelt so schnell schmelzen. Wir finden es raus. Oha, der Song hat einen nicen Beat, wenn man das auf doppelter Geschwindigkeit sich reinzieht. Wait, was passiert hier? Ich höre einen Unfall. Alter! Warum ist da ein Baum mitten auf der Straße? Mitten auf der Straße ist da so ein breitgezogener Pixelbaum. Alter, wo kommen die Schussgeräusche her? Man sieht ja nicht mal, dass da jemand schießt. Man sieht keinen Unfall. Die Welt geht unter. Einfach Weltuntergang. Bruder, ich höre Helikopter, ich höre Schüsse, aber ich sehe sie nicht. Das ist einfach bescheuert. Also, next! Das nächste Video, meine Lieben, ist natürlich wieder von MRVR und das Video heißt I'm on Vacation City in 360 Grad Video VR 8K I'm on Vacation Meme. Ich finde das besonders nice, dass der YouTuber, der den Titel geschrieben hat, 2-mal in Folge I'm on Vacation schreibt. Ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass es um dieses Meme geht. Also Leute, let's go. Er meinte, ich soll mir das mal in VR geben. In Virtual Reality.
virtuell. Ach, endlich mal eine Stadt mit Menschen. Ach, endlich kehrt mal ein bisschen Normalität hier ein. Oh, was ist das? Hm. Lemon Juice. Trinken wir erstmal eine Limonade. So eine Paulberger Limo erstmal reinziehen. Ja, Mann. Lecker Schmecker. Mit unseren schwebenden Armen. Und warte mal. Was macht die denn? Die Frau. Hat die gerade geglitscht? Leute, wir gucken noch mal auf die Frau dort. Pass mal auf. Die glitscht. Die glitscht. Ha. Die hat einfach geglitscht. Hey! Okay, mir war gerade kurz übel. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, mein Hals ist ein bisschen trocken geworden von diesem ganzen. Oh, ich hab Cola. Cola. Oh, Cola Zero. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Sorry, man. Ey, der macht ja alle Autos hier kaputt. Leute, ich weiß nicht, wie lange ich das abspielen kann, weil ich weiß auch nicht, Skibidi Toilet wurde auch mit der Zeit geclaimed. Also Leute, wir gucken uns das Video jetzt in doppelter Geschwindigkeit an. Let's go. Ey, I'm on vacation every single day, I love my vacation. Ey, I'm on vacation every single day, I love my vacation. Ey, I'm on vacation. Okay, wir drehen da. Ich drehe durch, meine Damen und Herren. Wir sind mittlerweile in einem Stadium, wo mein IQ nicht mehr 30 ist in diesem Video. Wir sind jetzt in einem Stadium, wo mein IQ unter 10 schrumpft. Das ist gefährlich. Also will ich Ich will Schadensersatz von euch in Form von einem Like. Bezahlt mit einem Like, dass ich hier für euch meine Gehirnzellen verbrenne. Wobei ich nicht ganz garantieren kann, dass ihr auch nicht eure Gehirnzellen hier verbrennt. Oder ihr lacht euch einfach weg. Mir egal. Einfach Helikopter. Helikopter, Helikopter. Ey. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Ich glaube, Leute, ich laufe mittlerweile nur noch durch die Straßen. Ich sag so, da sagt der eine so, hey! Und dann sag ich so, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Ich dreh durch. Leute, merkt ihr das? Ich glaube, das ist nicht mehr normal. Putzt uns jetzt an oder springt er uns an? Der hat mich angefurzt. Sollen wir uns das nochmal reinziehen? Der hat mich gerade angefurzt. Du hast... Okay. Ich raste nicht aus. Ich werde es nicht tun. Ich werde es nicht tun. Weil ich mich kontrolliere. Aber es ist schwer, sich zu kontrollieren. Darum laufe ich vor diesem Steak weg. Wir schauen das nächste Video an, Freunde. Wir haben noch ein oder zwei Videos. Das ist zu lang. Das geht mir jetzt viel zu lang. Ich dreh durch. Okay, weiter geht's, Freunde. Als nächstes haben wir ein Meisterwerk an Video. Und zwar heißt dieses Video auch 360 Grad VR. I'm on Vacation Evolution Part 2. Was ist mit Part 1 passiert? Ich finde das so witzig, Leute. Einfach meine Reaction wird mir empfohlen. Am besten will YouTube, dass ich auch noch an mir selbst eine Reaction auf meine Reaction mache. Also gut, wir legen los. 1990. Oh, warte. Ich habe ein Problem. Ich kann mich nicht umdrehen. Nein. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Alter. Das war 1990, Leute. Da waren wir noch, da waren wir alle noch eine Red Lava. Da waren wir noch nicht Steak. Da waren wir... I don't know. Ich weiß nicht, was wir waren.
Oh Gott. 2000. Irgendwie sieht das Steak hier, es ist AI generiert, aber es sieht aus wie eine Blutorange. Das, so sieht kein normales Steak aus. Hey. Alter. Was mit dem passiert, Leute? Okay. 2013. Wow. Oh, 2013, das, da kam GTA 5 raus. Okay. Der springt rum. Okay. 2023. Das war das merkwürdigste Jahr von allen. Aber jetzt kommen wir zu 2023. Ist das die Originalstimme von dem Song? Okay. Was möchtest du haben, mein kleiner Junge? Wir haben Steak, Steak, Steak. Steak, Steak, Steak. Noch Steak und Rügenwalder Mühle. Ja, die mit der Mühle. Wow. Wow. Ey, I'm on vacation. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. 2099. Jetzt gehen wir in die Zukunft zu Cyberpunk. Hier. Yo, das ist in Night City. Wow. Und da gibt's noch Fleisch. Riesenstücke Fleisch. Die sind ja richtig groß geworden. Und da haben wir es, Leute. Es ist quasi dieses Steak. Ja, es ist Charlie the Steak. Dieses A-Meme ist ja ursprünglich von dem. Und wir haben jetzt viele verschiedene Features. Wir haben Animationen, wir können ein Mikrofon aufnehmen. Es gibt einen Lotterieautomaten, da kann man, glaube ich, Meatballs gewinnen. Minigames, Fotomodus und Videos. Und es gibt einen Level-Switcher. Der ist sehr interessant, denn daran kann man die verschiedenen Gargrade von dem Steak wählen. Und je höher ihr im Level geht, desto, sag ich mal, brutaler sind die ganzen Aktionen, die ihr auswählen könnt. Und das Steak fängt an zu schimmeln. Aber ja. Und das sind die Level, die ich meine, Leute. Wir haben Well Done, Medium, Rare und Raw. Und ich bin ganz ehrlich, Freunde, wenn ich dieses Spiel wirklich spielen kann, von Raw werde ich euch fast nichts zeigen können. Das ist wirklich, das ist, es spritzt überall. Und was auch spritzt, ist, dass ihr auf den Like drückt. Auf den Like-Button drückt. Nein, also, nein. Vergesst, was ich gesagt habe, Leute. Weiter geht's. Ja. Aber er wird erstmal bei Well Done spielen. Okay. Man kann ihn schlagen. Okay, cool. Man kann ihn schlagen. Oh, oh. Oh, oh. Er macht diese Oh, oh. Ey, das wäre geil, wenn du dieses ey machen könnte. Wow. Okay. Okay, er redet jetzt oder nicht? Oh, jetzt hört er zu. Boah, Leute, ich finde diese Apps so merkwürdig von Talking Tom, Talking Ben. Die hatten irgendwas super Gruseliges an sich, weil sie sahen so realistisch aus. Muss man sagen. Hallo? Redet er jetzt auch? By Full Game. So, welcome to Crackhole Channel, and today we're going to be playing the found media Charlie the Steak. Okay, also er sagt jetzt, heute spielen wir Charlie the Steak, ja? Und jetzt klickt er auf Animation. Und hier seht ihr, im ersten Level habt ihr vier verschiedene Animationen. Feuer, Schärfe, Schneiden und Hammer. Wir gucken uns die alle mal an, Leute, diese Animation. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Also erstmal den... Okay. Das war also der Hammer. Okay. By the way, ich werde mir in diesem Video natürlich nicht alles angucken. Ich möchte mir noch einiges vorbehalten, wenn ich selbst spiele und das auf den Hauptkanal dann hochladen. Weil ich glaube, das Spiel, ihr könnt es nachschauen, aber diese App gibt es nicht mehr. Wenn ich in den App Store gehe und nach Charlie the Steak suche, dann kommt bei mir nur Folgendes raus. Diese zwei Ergebnisse. Und da steht Charlie Steak, das hat nur einen Stern auf Dings. Und das sind nur so Fake-Spiele, die jemand hochlädt.
Ich weiß nicht warum. Aber ja. Oh. Ich glaube, Leute, das ist der wahrscheinlich verstörendste Part. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist ja Steak. Man schneidet Steak. Das ist normalste auf der Welt. Aber ich weiß nicht, warum. Aber irgendwie ist das merkwürdig. Das ist so... Es ist so komisch, weil das Ding hat Augen und einen Mund. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist komisch. Es ist sehr, sehr verstörend. Es ist sehr, sehr verstörend. Genau das würde ich sagen. Charlie the Steak ist verstörend. Ja. Hey. Und immer dieses... Hey. Hey. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Ich würde es euch gerne zeigen. Ich muss euch den Clip gerne zeigen. Es erinnert mich so ein bisschen an einen lieben Kollegen. Hey. 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 Okay. Das war genug, hey. Das hat mich nur daran erinnert, Leute. Weiter geht's zum Charlie the Steak. Okay. Was haben wir noch? Oh. Scharfe Soße. Und dann ändert sich das Auge. Scharfe Soße in Auge. Oh, warum machen wir das? Nein, wobei, wir marinieren das Steak. Wir denken das aus einer bestimmten Sicht, dass das ein Mensch ist. Nein, es ist ein Steak. Es ist ein Steak und wir machen normale Sachen. Wir brennen es an, wir schneiden es, wir machen daraus Schnitzel, deswegen schlagen wir es. Wir tupfern darauf Schärfe Soße, um Marinade zu machen. Alle Sachen kann man machen. Und da dachten sich die Entwickler, ja, daraus machen wir jetzt ein Spiel. Oh, oh. Oh, oh. Okay, er geht. Er ist müde. Also gehen wir jetzt zum Level Medium. Und das schauen wir uns auch noch an. Level Medium. Bei Rare würde ich sagen, schauen wir uns das nächste Mal an, Leute. Rare schauen wir uns das nächste Mal an. Aber bei Medium gucken wir, was wir da für Level haben. Und ihr könnt sehen, Leute, ich werde euch das jetzt, pass mal auf, mal zeigen. Direkt Live-Bild-Vergleich. So sieht es jetzt aus und so sah es vor 10 Sekunden aus. Seht ihr einen Unterschied? Ich würde euch gerne ein Vorher-Nachher-Bild zeigen. Aber ihr seht, da ist diese Holzplatte. Hier an der Stelle. Seht ihr diesen Fleck? Der war vorher nicht da. Und die Messer, und hier seht ihr so eine Zange, die war auch vorher nicht da. Und es ändert sich vieles. Das Steak, es lächelt anders, ja? Es lächelte früher so und jetzt lächelt es ein bisschen weniger. Das heißt, man sieht, es ist ein Unterschied, dass die Platte wird dreckiger und das wird pro Level immer krasser. Es wird dann so krass aussehen, dass das Steak irgendwann grün wird. Oh. Bla, 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 bla. Oh, das sieht auch schon ein bisschen alt aus, das Steak. Noch geht es. Au. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Mama, ey, Leute, alle mal, ey, I'm on vacation, in die Kommentare, cause I love you, my occupation. Okay. Wow, jetzt haben wir 5 Methoden. Okay, was machen wir mit der Zange? Ich will es nicht wissen. Ich weiß auch nicht, ob ich alles davon heute zeigen kann. Aber ja, wir schauen mal weiter. Okay. Also das hat auf jeden Fall ein bisschen krasser reingehauen. Jedes Level werden die Angriffe immer heftiger. Okay. Was als nächstes? Messer. Okay. Das fand ich jetzt gar nicht so krass. Da fand ich das beim ersten Level irgendwie heftiger. Hier war es jetzt einfach nur ein Schnitt und das war's. Kommt jetzt wieder dieses Hey. Hey. Feuer. Doppelfeuerattacke. Hey. Bruder, er macht die ganze Zeit dieses Hey. Junge, dieses Steak, es will, dass wir es einfach schlagen. Es will, dass wir auf das Steak draufhauen ohne Ende, nicht wahr? Okay.
Ich glaube, aus dem Kopf mich noch daran erinnern zu können, dass ich die nächste Sekunde euch nicht zeigen darf. Deswegen skippen wir 5 Sekunden weiter. Jetzt ist alles gut. Jetzt ist alles gut. Ich glaube, ich durfte euch die Frames danach nicht zeigen. Aber wisst ihr, was wir machen? Wir skippen ein Frame nach den anderen. So, ein Frame, 2 Frames, 3 Frames, 4 Frames. Und es bewegt sich langsam. Die Zunge ist da. Okay. Alles gut. Alles gut. Ich dachte, das ist wohl erst ab Level 3, wo das passiert, was ich mir vorgestellt habe. Also war in dem Level noch alles okay. Okay. War nur ein bisschen Bruder, hast du gerade gespuckt? Der hat einfach grünes Zeug gespuckt. Lecker Pfeffer. Gesundheit. Wünsche dir mal ein bisschen Gesundheit, Leute. Oh oh. Ich zeige euch nur eine kleine Preview. Ich zeige euch nur eine kleine Preview, Leute, wie das Rare Level aussieht. Aber ob ich euch Raw zeige, weiß ich noch nicht so richtig. Wir gucken mal rein. So. Und Leute, schaut euch das an. Was ist das? Was ist das? Was ist aus dem Steak geworden? Es ist grün, es schimmelt. Und da oben haben wir Toxic Waste. Wir haben eine Dynamitbombe. Und ich frage mich gerade, es gibt ja noch diese Minigames. Da gucken wir jetzt auch noch rein. Aber ich würde euch sagen, ich zeige euch die beiden Levels im nächsten Part. Ich denke, das halten wir uns für das nächste Video. Weil Leute, dieses Spiel ist 2013 rausgekommen. Oder nee, 2013 ist es aus den App Stores rausgeflogen. Warum auch immer. Ich glaube, es war einfach nicht mehr kompatibel, weil es früher fürs iPad programmiert worden ist. Und ich zeige euch jetzt nochmal den Vergleich. Das Steak guckt ziemlich traurig, wie ihr gerade sehen könnt. So sah es vorher aus. Ja, und das ist schon ein deutlicher Unterschied. Ein richtig deutlicher Unterschied. Aber ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter zu den Minigames, denn da haben wir einige Minigames und da schauen wir mal das erste Minigame an. Okay, wir haben... Okay. Okay! Party! Party! Okay, aber man muss die Steaks, die fallen, einfach erwischen. Wow. Und dafür kriegt man Cookies. Dafür kriegt man sogar ziemlich viele Meatballs. Ja, 15 pro Stück. Oh, und wenn du einen nicht triffst, verlierst du 5. Nice. Okay, also das Minigame habe ich jetzt verstanden. Das geht jetzt einfach 40 Sekunden so lang. Okay. Okay, und er hat aus diesem Minigame 516 Meatballs freigeschaltet. Not bad, würde ich sagen. Das war gar nicht so schlecht. Was haben wir denn noch? Meat Race Minigame. Okay. Yo, was ist das so? Nicer Beat. Ey, da waren 100 Cookies. Wie soll man das schaffen? Wie soll man das schaffen, bitte? Wie soll das gehen? Ich glaube, es ist... Ah, man kann springen, okay. Man kann springen, da ist Dynamit. Oh mein Gott, das Steak, es läuft weg. Ich weiß nur nicht, ob das Song Copyright ist. Deswegen ab jetzt doppelte Geschwindigkeit. Oh, das war das Minigame. Also es ist einfach so wie Temple Run, nur in 2D und man muss auf einer Tischplatte rumlaufen. Alles gut. Es gibt noch Idle Animations, die ziehen wir uns dann irgendwann mal rein. Und wir haben eine Foto-Editing-Software, was das auch immer das bringt. Und es gibt ganz berüchtigt, Leute, das sogenannte Lottery-Game. Okay, hier habt ihr einen kleinen Einblick, Freunde, was Level 4 ist. Das ist widerlich, das ist geisteskrank, sage ich euch. Aber deswegen gucken wir mal das Lottery-Game. Hör auf, den zu schlagen, Junge! Lottery-Game! Und das ist es. So, man dreht am Rad. Hä? Hat der was gewonnen? Nein, ne? Er hat verloren. Schon wieder verloren. Oh, der verbraucht 100 Meatballs pro Spin. Und jetzt hat er 500 bekommen. Hat sich jetzt schon gelohnt. 50, das heißt, er hat auch Minus gemacht.
Okay. Eieiei. Um ehrlich zu sein, Leute, ich muss sagen, für ein Spiel, was 2011 in den App Store gekommen ist und nur von iPad designt war, ist das eigentlich ein ziemlich lustiges Game. Man muss sagen. Es ist eigentlich ziemlich interessant. Aber ja, ich glaube, Leute, von dem ganzen Gameplay, wir haben noch ein paar Sachen, aber das schauen wir auf jeden Fall später rein. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, Leute, damit würde ich diesen Part erst einmal beenden zu Charlie the Steak. Beziehungsweise, ja, wisst ihr was? Einen Bonus gebe ich euch noch. Wir reagieren noch auf ein geisteskrankes Video. Und zwar schauen wir uns das nächste, Leute, das Video an. I'm on Vacation Evolution. Dieses Video hat 1,2 Millionen Klicks. Und es war einen Monat gepostet worden. Das heißt, das Meme hat jetzt echt eine lange Zeit gebraucht, bis es getrendet hat. 1,2 Millionen Klicks. Leute, seid ihr ready? Das muss das beste Video aller Zeiten werden. Let's go. Hey. 1990. Ist das gerade das Steak, das sich zu Red Lava verwandelt? Warum steht da 1990? Warum? Hey. 2005. Das kann sogar sein, dass das Ding 2005 rauskam. Wann kam das iPad denn raus? War das 2005 oder 2007? Wann war das iPhone dran? Das könnte ein nicer Beat sein. Das könnte ein nicer Beat sein, oder? Okay, 2014. Ja. Okay, Leute. Der hat's aber ordentlich auf die Rübe bekommen, ne? Oder eher auf Steak. Oh Mann, Leute. Ich weiß nicht, was ich zu dem Steak sagen soll. Außer 2099 kann es nur besser werden. Oder? Oder? Sicher? Charlie the Steak. Der wird einfach geslappt. Hat mich angegriffen, das echte Charlie. Ja, warte mal kurz. Moment mal. Was ist hier gerade passiert? Kevin, was ist denn los? Charlie the Steak hat. Moment mal kurz. Der hatte gerade keine Brille an. Wurde von dem Steak geschlagen, sagt Flexi, Flexi. Dann kommt er direkt. Was ist denn los? Steak ist weg und er hat Brille auf. Hat mich angegriffen, das echte Charlie the Steak, man, siehst du es nicht? Ist es dein Ernst, Leute, was labert, Cayman? Siehst du es nicht, Flexi, Mann, mein ganzes Gesicht ist voller Fleisch von Charlie the Steak. Warum ist dein Gesicht voller Fleisch? Ich weiß es nicht, Mann, Charlie the Steak war gerade hier und ist abgehauen, Flexi, wir müssen jetzt Charlie the Steak mit der Drohne verfolgen. Aber ich muss eins sagen, ich feiere diese Kette, das ist, glaube ich, so eine Königskette in Rundform, ne? Ja, feiere ich auch extrem. Wenn man weiß dazu trägt, Barbar-mäßig sieht das aus. Charlie, das Steak, Charlie mit den blauen Augen. Charlie, das lebt, Charlie mit diesem Mund. Das Stück Steak, ja, was reden kann und Charlie heißt. I'm on vacation. Man kennt es doch. Ja, ich kenne es. Leute, war ich der erste YouTuber in Deutschland, der dazu was gemacht hat? Ja, das war ich. Ich bin der Trendsetter. Ihr wisst ja, Freunde, die Jungs kennen auch den ein oder anderen Trend, der sich anbahnt. Aber Charlie, das Steak und, ich will es nicht sagen, das Po in Deutschland wieder groß geworden ist, habe ich auch mitgemacht. Ich habe es bei den Amerikanern zuerst gesehen und dann habe ich direkt darauf reagiert und ich war der Erste in Deutschland bei Po und der Erste in Deutschland bei Charlie the Steak. Was kommt in ein paar Wochen? Ich weiß es noch nicht, aber ihr werdet es auch auf diesem Kanal erfahren. Aktuell kennt es jeder. Nein, sag mir jetzt wirklich, dass Charlie the Steak jetzt hier bei uns bei Kevin und Flexi war. Es war hier, es hat mich angegriffen, es hat mir ins Gesicht gepeitscht mit seinem richtig dicken Fleisch. Warte mal. Oh. I show meat, oder was? I show meat? I show the meat. Und wo ist es hin? Es ist da rausgerannt, Flexi. Wir müssen jetzt sofort die Drohne starten mit euch. Drohne überwacht Charlie the Steak in Real Life um 3 Uhr mittags, Mann. Was hältst du davon? Dann machen wir das jetzt sofort hinterher. Verfolgung! Wir müssen uns beeilen, nicht, dass Charlie the Steak abhaut, Leute. Und deshalb ist die Drohne bereitet. Wir haben extra Bacon dran gehängt. Oha, einfach Bacon am Steak.
Was würde jetzt im Ernst passieren, wenn da so ein Hund spazieren ist und du kommst mit einer Drohne an der Bacon hängt? Würden das die Hunde sehen oder riechen? Los, oh mein 3, 2, 1. Ach, Blut! Whee! Charlie, der Steak kann nicht weit weg sein, der ist gerade erst abgehauen, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, Flexi, dass wir den jetzt gleich finden werden. Und deshalb haben wir mit euch live die Drohne gestartet, um Charlie, der Steak jetzt zu suchen. Lass mal einen dicken okay. Leiter, Flexi, guck mal, hier ist ein Hochhausdach, Mann. Leute, du weißt doch, was immer auf Dächern von Hochhäusern fehlt. Das sind immer irgendwelche Leute, immer auf diesem Dach des Hochhauses, und da fliegen wir dahin. Kennt ihr diese Leute, die auf dem Dach des Hochhauses sind? Unfassbar, diese Leute. Unfassbar. Dass die es sich erdreisten, auf dem Dach eines Hochhauses zu sein. Unfassbar, diese Menschen. Und Sonic und jetzt hoffe Wednesday ich Adams! Charlie the Steak! Oh mein Gott! Leute, man, ihr habt's gesehen! Charlie the Steak war jetzt hier, ist abgehauen! Irgendwo muss doch dieses Steak sein! Aber ich sehe nichts. Oh Leute, by the way, kleiner Hinweis: Das Soundboard ist in der Mache. Also, diese Videos werden bald Top-Level sein. Vom Entertainment-Faktor ganz zu schweigen. Ich sag's euch. Es wird ein Fest. Es wird witzig. Manche Videos werden traurig. Manche werden witzig. Aber eins sage ich euch. Sie werden einzigartig. Flexi, siehst du was? Nee, da ist überhaupt keiner. Weder ein Mensch, noch ist da irgendwo ein Steak. Diesmal haben wir leider kein Glück. Denn ihr habt es ja gerade gesehen im Intro. Charlie the Steak hat mich gehauen und ist danach abgehauen. Man, das reibt sich sogar fast. Ja, aber darum geht's. Gehauen, abgehauen. Ja, hast recht, Bro, das reimt sich. Geht's mir gar nicht, sondern wie ein Steak. Habt ihr das Steak gesehen? Das Steak hat Augen. Das Steak hat einen Mund. Das Steak lebt. Es lebt, es kann reden, es kann Charlie, laufen. Das Steak? Es ist krass. Ich darf es nicht zu lange abspielen, weil ich nicht weiß, wann die Copyright gezogen wird. Aber wer auch immer sich gedacht hat, diese Memes zu machen, ihr wisst schon, gegag, dig, dag, dag, go. Das ist von dem gleichen Meme-Ersteller. Mach genau dieses Meme. Oder kennst du noch When I Mash in the Summer? Dieser Hund? Oder da gab es auch noch als Katze ein Meme. Ich hab's nur vergessen. Aber sag mal ganz ehrlich, seit wann lebt denn ein Steak? Kommt zu uns nach Hause, zu Cammen und Flexi und haut dann ab. Eigentlich lebt eine Kuh, die wird zum Steak verarbeitet. Aber ganz kurz, können wir darüber reden, wie schön ich das Dach finde? So ein grünes Dach? Ist halt nice. Weil von der Optik her hat es was viel cooleres, wenn du mit einem Helikopterflug auf Dächer guckst, die alle grün sind. Das hat eine ganz andere Optik. Und dann ist das Steak nicht mehr lebendig, aber jetzt... Charlie, das Steak einfach, Freunde! Aus dem Nichts! Charlie, das Steak ist einfach aus dem Nichts gekommen! Zum Glück haben wir eine Drohne und verfolgen und Charlie. Und du weißt was, Flexi, Mann. Charlie, das Steak war auch schon bei ID, Mann! Ja, genau! Zwar noch nicht bei mir zu Hause, das kommt vielleicht noch. Vielleicht, aber bald auch auf meinem Handy. Ja, ja, auf dem ID-Handy. Freunde, wenn ihr möchtet, dass ich mit dieser Firma, die dieses Logo da gemacht hat, auch mal kooperiere. Und ja, das ist hier ein Popsocket, den ich drauf gemacht habe. Ne? Also, wenn ihr das mal wollt, ne, Alcantara, dann sagt Bescheid. Ich habe das Ding jetzt ein Jahr. Hat halt Abnutzung, wie so ein typisches Alcantara-Lenkrad auch hat, also wie ein Original-Alcantara-Lenkrad, aber fühlt sich immer noch super an. Was? Bei ID? Ja, zu Hause? Mann, und gesagt, ey, Leute, man, aufpassen, aufpassen. Seid ihr mit ID? Ich hab den Leuten, ich hab Cayman sofort Bescheid gegeben, nachdem ich geguckt habe, wie das Video bei mir ankam. Ey, Cayman, Flexi, passt auf euch auf. Das Steak ist auf dem Weg zu euch nach Hause. Macht lieber ein Video, bevor es zu euch kommt und ihr es nicht gefilmt habt. Wie die gesprochen haben. Das riecht alles. Oh, mein ganzes Gesicht riecht immer noch nach Fleisch, Freunde, Mann. Du hattest so viel Fleisch im Gesicht. Ihr habt es gesehen, Leute, Mann. Okay. Aber wo ist es hin? Du siehst es, Mann. Hier ist ein abgezäuntes Gelände, Mann. Hier sind überall Bauzäune drumherum. Soll ich da reinfliegen? Du musst da reinfliegen, Leute. Das sieht so aus, als wenn alles abgesperrt wurde, nur wegen Charlie the Steak. Leute, ich flieg rein, ihr seht, ich bin drin, man, hoffentlich werden wir jetzt nicht erwischt. Hoffentlich kommt nicht irgendwie ein Aufpasser oder so, Securitas, und dann nimmt uns unsere Drohne runter. Am besten wäre natürlich, wenn Charlie the Steak jetzt hier wäre, weil wie gesagt, er war hier. Das Steak war hier. Denkst du, und die bauen hier eine neue Fleischfabrik? Eine neue Metzgerei? Oh, so eine neue Metzgerei. So ein Tönnies 2.0. Wobei, wisst ihr noch den Schimmelfall? Oder eine neue Steakfabrik. Kann das sein? Leute, das kann sein. Wenn es stimmt, dann lasst mal einen fetten Like da. Wir fliegen weiter. Falls ihr irgendwas... Was? Wo ist er denn? Was ist da hinten?
Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da ist Charlie the Steak! Oh mein Gott, ihr habt's gesehen, Charlie the Steak, also durch die Zunge. Hinter den Container, Cable! Ja. Bruder, was ist mit Flexi los? Was ist denn mit Flexi los? Was ist denn mit Carsten los? Hinter dem Container! Yeah! Yeah! Bei diesem blauen Müllsack! Freunde, ihr habt's gesehen, wo ist Charlie the Steak hin, Mann? Der kam aus diesem blauen Müllsack. Charlie the Steak. Weißt du, das kann nicht sein. Aber wo ist er hin? Der ist bestimmt hier links. Da in diesem Dreck ist er gelandet. Straße lang gelaufen. Guck mal da. Und was ist das? Leute, der ist einfach abgehauen. Charlie the Steak lebt, aber wir haben ihn gesehen. Ja, auf jeden Fall. Freunde, mir ist gerade nichts aufgefallen. Wie sieht die Dose bei euch jetzt aus? Es ist eine fliegende Dose? Ist sie fliegen? Fliegt die Dose bei euch? Seht ihr sie? Passt mal auf, meine Hand! Leute! Oh, meine Hand! Oh. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich glaube, es sieht crazy aus. Gesicht geboxt hat. Ihr habt es live jetzt gesehen, Mann. Er war da. Charlie the Steak, Leute. Flexi. Lasst ein Like da, wenn ihr ihn auch gesehen habt. Was ist, wenn er hier lang gerannt ist, Mann? Diese Straße. Geht ich folge dieser Straße. Die sieht ja aus wie eine Schiene. Ihr seht es. Ist das ein Fahrrad? Ist ein Fahrradweg, ne? Es werden echt vermehrt Fahrradwege gebaut, habe ich das Feeling. Ist ja nicht schlecht. Nur bitte baut sie abgegrenzt von einer normalen Autostraße. Dann habe ich kein Problem damit. Diese ganzen Fahrradfahrer, was die sich rausnehmen. Ab mit denen in eine abgegrenzte Fußgängerzone. Macht die Fußgängerzone breiter und macht Fahrradweg drauf. Dann geil. Echt wie Gleise von einem Zug. Wie eine Schiene. Warte mal. Vielleicht ist er den Schienen entlang gelaufen. Ich folge dir. Ich bin hinterher. Wo ist Charlie the Steak? Er war hier. Warte, die Gleise enden. Das eine ist... Hä? Warte, das eine sind keine Ende, Gleise. Das wäre in eine andere Richtung gerannt. Leute, wohin? Ich fliege weiter, Mann. Wir fliegen in die andere Richtung, diese Schiene entlang. Wir müssen Charlie the Steak finden. Wir haben ihn schon gefunden. Oh Gott, die Mitarbeiter da hinten, die das sehen. Die denken sich so, Bruder, was macht ihr da? Wir hauen ab. Aber er ist schon das zweite Mal jetzt abgehauen. Das zweite Mal. Charlie the Steak. Ich kann es nicht oft genug sagen. Leute, wenn euch etwas... Charlie the Steak, a.k.a. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation, Wenn YouTube das jetzt claimt, dann werde ich bei euch mit dem Anwalt vor der Haustür stehen. Okay, schreibt in die Kommentare, wir suchen Charlie the Steak. Sieht aus wie ein Steak. Die Gleise hören einfach wieder auf, ihr seht's, meine Gleise hören einfach auf, es kann doch nicht sein. Wo kann denn der Charlie the Steak so schnell hin sein? Es ist nicht sehr, sehr groß, oder? Es ist eigentlich, wie kann man das abschätzen? So groß, das kann sich eigentlich super gut fast überall verstecken. Du weißt, und es ist auch gar nicht so dick, es ist so dünn, das passt zwischen jeder Ritze eigentlich. Ja, es ist wie ein Steak. Immer noch, es ist immer noch Charlie the Steak. Und warte, rot! Das sieht aus wie Charlie the Steak, aber das ist leider irgendwie so eine Walze. So, meine, wir sollen ein bisschen skippen, Freunde, weil ich glaube, er zeigt sich gerade nicht. So, aber steht natürlich, das Steak, Charlie ist rot. Ja, und ja, gesehen, auch ein bisschen Fett dran, Leute, lecker, wenn man sagt, Steak ist. Und ein weißes Fett dran, so könnte man das sagen. Ich hätte eigentlich Lust zu essen, das ist so gruselig, wenn mir das Schlange Leute. Ich will es einfach vergessen. Das Steak hat auch aus dem Mund, das Steak lebt. Das hat ich gerade ein bisschen angegriffen. Das war hier bei uns zu Hause, aus dem Nähe. Dieses Auto gerade mit Superspeed. Niau. Aus, Leute. Aber nur, wenn es durchgebracht ist. Noch besser ist es, wir werden jetzt ausfindig machen, wo Charlie's the Steak ist. Wir fangen Charlie's the Steak. Vielleicht bei den Müllfahrten hier. Und wenn wir es gefangen haben, hauen wir es auf den Grill. Das wäre geil. Und dann essen wir es. Guck, ob er sich hier zwischen den Mülltonnen versteckt. Irgendwo muss er sein. Aber ich sehe nichts. Das ist Charlie's the Steak hinter dem Mülltonnen. Da ist er, hinterher. Ihr habt gesehen. Charlie's the Steak. Flexi, oh mein Gott, gesagt, bei der Mülltonne! Da rein. Mann, der ist hinter der Mülltonne, der ist ja nur so breit, der passt da zwischen jeden Schlitz. Ja, zeig mal. Hat der sich versteckt? Ist er da noch? Bei den Mülltonnen! Ist er da noch? Ist das eine Biomülltonne? Nee, das ist eine Papiermülltonne. Ja. Ab! Oh, rein in die Futterluke, in die Biotonne. Was? Ich dachte, wenn dann ein Steak... Wo? Da! Eigentlich ist er doch dahin. Der hat sich dazwischen dieser Wand und dieser so Mülltonne versteckt. So unfassbar, ey. Der Schlitz ist so klein. Du weißt, was wieder ansteht. That's what he said. Der Schlitz ist so klein. Ja, ja, Flexi. Flexi. Unter der Mülltonne ist ein Tunnelsystem. Ganz wirklich. In jedem vielen Videos Tunnelsysteme. Die ja, immer in diesen Tunnelsysteme. Aber echt dafür? Charlie the Steak? Wer kennt sie nicht, diese Tunnelsysteme, die aus dem Nichts spawnen? Nervig, sage ich euch. Nervig. Ja, weißt du,
ich, Mann, vielleicht ist es Abflusskanal von der Fabrik zum neuen Gelände, was weiß ich. Oder Charlies Steak war einfach in der Mülltonne drin und hat danach Sachen gesucht. Es ist Mülltonne. Ich meine, wir fliegen weiter, Freunde, Mann. Ich glaube, der ist abgehauen, Mann. Aber wir sind immerhin auf der richtigen Spur. Charlie, das Ding ist auf jeden Fall hier in der Nähe. Ihr könnt auch sehen, wie groß das Gelände ist. Es ist alles das Fabrikgelände. Ihr seht es hier, Leute. Das sieht aus wie eine Steakfabrik. Das ist mehr als eine Steakfabrik. Das ist Tönnies Fleisch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat's auch gesagt, Tönnies. Alter. Bro, wir haben einfach die gleichen Gedanken. Es gibt ja mehrere Fleischfabriken in Deutschland, aber Tönnies ist, glaube ich, die größte. Und die hat ja diesen Skandal mit Schimmelfleisch, Gammelfleisch und so. Oh mein Gott, er sagt es dann einfach. Was hat er gesagt? Das sieht aus wie eine Steakfabrik. Das ist mehr als eine Steakfabrik. Das ist Tönnies Fleisch, was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es sieht echt aus wie eine Steakfabrik, Mann. Ich flieg da mal rein. Seid jetzt ehrlich, Leute. Da könnte Charlie the Steak zu Hause sein. Schaut mal, wild. Hier ist... Wild, es ist so wild, dass ich das Gefühl habe, das Gebäude in einem Video schon mal gesehen zu haben. Nur mit dem einzigen Unterschied, dass dieses Dachstück hier in der Mitte, wenn die Regie da bitte draufzoomt, dieses Stück nicht abgedeckt war. Da konnte man noch reinsehen. Jetzt ist es abgedichtet. Bitte mal rein. Seid jetzt ehrlich, Leute. Da könnte Charlie Steak zu Hause sein. Schaut mal, hier sind, glaube ich, die Büros. Hier planen die so die Sorten sollen. Pfefferminz, Steak. Pfefferminz, Steak. Pfefferminz! Also Pfeffersteak, okay, aber Pfefferminz? Ja, nee, danke. Pfeffersteak. Genau. Pass auf! Genau. Das sind Fenster. Vielleicht können wir mit der Drohne reinschauen in die Fenster. Du hast recht, ich flieg näher. Oder sehen wir was? Weiß ich nicht, nee. Warte, da ist ein alles Fenster. Alles verspiegelt. Ja, aber dieses eine Fenster ist schräg, welches? Oder? Das ist über den Eingang, meinst du? Das ist ein Schräg? Das ja, Ventilator sind nur. Da ist noch ein Ventilator, kann es sein? Da ist ein Ventilator und noch einer. Okay. Hä? Aber ich kann da nichts sehen. Ventilator 1, Ventilator 2. Aber wir können leider nicht reinschauen, weil die Fensterscheiben hier so krass spiegeln. Das ist ey, da ist eins offen, aber richtig, nicht auf Kids. Oh mein Gott, da ist das Leute, ich hab's gesehen, ich bin der Zunge. Was ist, wenn es mehrere Child Steaks gibt? Was ist, wenn es zwei oder drei Child Steaks gibt? Oh, das kam. Ich hab einen kurzen Schock. Meine Rücken hat sich zusammengezogen. Ich habe gerade kurz einen Schock erlebt. Was ist, wenn in eurem Kühlschrank ein Steak liegt, das Charlie heißt? Ihr guckt jetzt alle Charlie mal in den Kühlschrank nach. Naja, ich weiß nicht, von welcher Kuh das Steak ist, aber vielleicht hieß die Kuh ja Charlie. Ach, und schaut, ob ihr ein normales Steak habt oder ob ihr Charlie das Steak habt, Mann, und schreibt in die Kommentare. Ja. Erst am Ende des Videos guckt ihr nach. Ihr schaut bis zum Ende, dann geht ihr zum Kühlschrank. Ja. Aber das bedeutet ja, gerade jetzt bei uns live, Charlie das Steak ist in der Fabrik. Oh, stellt euch vor, Leute, wegen des... Wir wissen nicht, was Kinder mit den Skibidi-Toilet-Memes gemacht haben. Ob sie dann Toilette, ein Bild von Skibidi-Toilet draufgeklebt haben oder so. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Aber jetzt stelle ich mir so vor, dass Kinder... Es könnte auch ihr sein. Dass Kinder so Kulleraugen nehmen und die auf ein Steak kleben... Und dann dieses Musik benutzen und daraus ein TikTok machen. Liebe Eltern, bitte überwacht, was eure Kinder im Internet machen. Und ganz wichtig an alle, die das Video hier schauen. Bitte geht sorgsam mit euren Lebensmitteln um. Denn alles muss gegessen werden. Wenn ihr ja mit jetzt rumspielt, dann könnt ihr das Steak bakterienhaft machen und dann könnt ihr es nicht mehr essen, weil ihr krank werdet und ihr wollt das nicht, weil dann wird euch Charlie the Steak aufessen und er wird euch fertig machen. Okay, Spaß. Weiter geht's. Krieg drin, weil er war ja hinter dem Fenster. Das bedeutet, nee, es ist drin. Ich muss dich da leider korrigieren, Flexi. Er befindet sich in dem Bürogebäude. Oder in dem Bürogebäude der Fabrik. Weil hier, oh, guck mal hier, Flexi, krass. Das ist die Anlieferung, Freunde. Da seht ihr alles. Guck mal. Ja. Da werden die ganzen Steaks angeliefert. Weiß nicht, oder die Zutaten zumindest. Gucken wir mal nach. Oder ist es vielleicht umgekehrt? Da wird der ganze Müll gelagert, den man vom Steak nicht braucht. Ah, die ganze Knorpel, die ganzen Knochen, die alle bei Charlie das Steak schon rausgelagert haben. Super Flexi, du siehst da auf jeden Fall. Was auch immer das da drin ist. Ich weiß nicht, was. Und da sind ganz viele Säcke mit irgendwas. Ich sag euch, wie es ist: dein Mülleimer. Da ist er drin. Oh ja, Metalltonnen und alles. Doch, wie so Hackfleisch hergestellt wird. Aus Charlie Steak vermutlich. Natürlich auch. Und dann in den Fleischwolf und dann in diese riesen Metalltonne. Und dann kommen noch diese ganzen Zutaten dazu. Und dann abgefahren. Ist deshalb vielleicht Charlies Steak so sauer? Weil seine Familie oder seine Brüder oder seine Geschwister oder seine anderen Steakfreunde. Und deshalb kam er zu uns und zu ID. Hat uns heimgesucht. Ja. Gar nichts damit zu tun.
Doch. Keine Vegetarier sind, weil wir Fleisch essen. Eben, das meinte ich ja. Deshalb frage ich ja, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass du uns jetzt Charlie das Steak heimsucht. Also ich esse auf jeden Fall Fleisch weiter. Ich esse nicht auf, Charlie, wenn ich dich... Ja, ich esse jedes einzelne Charlie Steak. Köstlich-schmöchlich wird's verspeist. Ich krieg essen dich, Charlie. Das ist unser Ziel, Mann. Wir fangen jetzt Charlie das Steak mit der Drohne und grillen ihn. Leute, ich glaube, ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Ihr müsst bis zum Ende... Schau mal, wie groß dieses ganze Fabrikgelände ist. Ihr seht es, Mann. Schaut mal, das sind alles verschiedene Einheiten. Hier werden wahrscheinlich... Hütchen, Schlägel, Steaks zubereitet. Ich glaube, das waren Schweinenackensteaks. Vier Gebäude, vier Fabriken. Alter, guck mal, ich hab an einem gesoffen. Heute mal. Da ist die Gedanke der Go-Fabrik, da ist Pepper Woods, da ist Charlie the Steak. Alle werden wir essen. Und die rechte Seite, es geht noch viel weiter. Guckt euch mal an, wie krank das Gelände Leute, ist. Leute, ihr lasst auf jeden Fall alle mal ein Like da. Und falls ihr irgendwas seht, schreibt in die Kommentare. Immer noch Charlie. Ja, Mann, Leute. Wo ist das Wort des Tages? Wo ist das Wort des Tages? Freunde, wenn die es nicht sagen, werde ich euch gleich das Wort des Tages sagen, welches ihr in diese kommentieren müsst. Welches ihr heute kommentieren müsst. Wartet aber noch ab, bis ihr kommentiert. Charlie the Steak, wir haben ihn schon zweimal gefunden, Mann. Er muss hier irgendwo sein. Was ist das alles hier zum krassen... Boah, Deutschlandflagge! Oh mein Gott, das ist das richtige Fabrikgelände. Da, wo auch diese Schornsteine sind, wo normalerweise der Rauch rauskommt. Ja, aber da ist leider der Schornstein inaktiv. Da funktioniert gar nichts. Dann heißt es halt, die Brennofen sind aus. Meinst du? Ah ja, natürlich. Nein. Oder? Schau doch mal, wie alles schwarz da ist. Du hast recht, guck mal, hier ist kein einziger Kamin an. Hier dampft es nirgendwo raus. Ja, du hast recht, da ist passiert gar nichts. Das ganze Gelände ist verlassen. Warte mal, hier auf dem Dach dreht sich was. Echt? Irgendwelche... Doch, da dreht sich, Leute, da bewegt sich was, da bewegt sich wir was. Wir fliegen da jetzt mal gleich näher ran, würde ich sagen. Wir fliegen da direkt hin, Mann. Das kann doch sein, dass da das Hackfleisch hergemacht wird. Irgendwas dreht sich da auf jeden Fall. Aber Steak ist doch nicht aus Hackfleisch. Also Hackfleisch ist vielleicht auch Steak, aber wisst ihr, was ich meine, ne? Der Fleischwolf, ihr kennt es doch. Oh mein Gott. Der fleischige Wolf. Dann schmeißen die oben das Steak rein und unten kommt das Hackfleisch raus. Aber wie groß. Genau, dann fallen die Kühe einfach so runter auf das Ding. Wie riesig sind die, Mann? Die sind ja riesig. Ich flieg mal ein bisschen näher, aber ich muss aufpassen. Nicht Kevin, warte! Werden, ja, nicht zu nah! Wenn du da reinfliegst, dann ist die Drohne in 1000 Einzelteile. Ja, das wollen wir nicht, Mann. Dann ist die Drohne kaputt. Wir haben hier ein Fleisch. Das stimmt. Zwei. Oh mein. Drei, vier. Halt, die funktioniert nicht. Die dreht sich nicht, oder? Halt! Doch, das dreht sich nicht. Die dreht sich nicht, Mann. Wenn sie so eine Chance der Drohne in den Blick zu erhaschen, da rein. Ja, so falls sie sich nicht drehen, können wir mit der Drohne ganz nah ranfliegen. So wie jetzt. Ich sehe nicht, Mann. Ist da keiner? Als hätten die da drunter noch so ein schwarzes Gitter gelegt, dass man nicht reingucken kann. Oh, schade, Mann. Wird. Kann natürlich, sein? Die wollen nicht, dass wir das sehen. Deshalb fliegen wir mit der Drohne oben drauf. Okay, wir müssen weiter. Ich habe auf jeden Fall Charlie dreimal gesehen, wir müssen ihn nochmal finden. In diesem Gelände haben wir ihn gesehen und er wird hier irgendwo sein. Aber wow, also, da ist er! Oh mein Gott, der ist. Du hast gesehen? Leute, wir haben ihn aber erst. Der läuft einfach so da seitlich weg, der trollt uns. Er ist so schnell gerannt wie noch nie. Ich hab die von er rennt weg, Mann! Oh mein Gott, wo ist er lang? Oh mein Gott, das Gebiet ist so groß. Links oder rechts? Ja, so viele Straßen, ich weiß es nicht. Schnell war Charlie the Steak. The Steak ist gerannt? Hey, Flex, ich bin sofort hinterher geflogen, hab die Verfolgung aufgenommen. Du hast es gesehen, oder? Ja, aber das war so schnell wie noch nie. Vielleicht auf der anderen Seite, Moment. Wo ist es hin, Mann? Die Halle. Keine Chance. Keine einzige Chance, Mann. Der ist einfach weg. Über dem Erdboden verschluckt. Der kann sich überall verstecken. Soll ich mal da reinfliegen in das Gebäude? Oh, das ist. Das weiß ich gar nicht, ob du das darfst. Tür auf. Vielleicht ist er da rein. Natürlich, wenn die Tür auf ist, kann Charlie the Steak auch reingegangen sein. Oder ist da was? Nee, Mann, da ist nichts. Das sind... Jetzt kommt so, die geheimen Prozesse der Firma werden exposed. Nur diese Maschine, diese Fleischwölfe. Ja, aber die scheint alle aus zu sein. Es bewegt sich überhaupt nichts in dieser Fabrik, in dieser. Verdammt, Mann, das war unsere beste Chance, Charlie the Steak zu fangen, Leute. Ah. Mit euch zusammen. Aber er ist einfach entwischt. Es war einfach zu schwer. Schau mal, wie schnell. Hast du gesehen, wie schnell der weggerannt ist? So, brrr, weg Problem war er. Problem ist, das Gelände ist viel zu groß, Mann. Wir haben gar keinen Überblick über das Gelände. Er könnte sich in jeder einzelnen Gasse versteckt haben. Aber wir wissen immerhin wenigstens, wo ungefähr er sich versteckt. Und zwar genau hier bei diesem Arenal. Ich flieg höher, ich erhasche meinen Blick von oben. Okay, weiter geht's. Was fällt dir auf? Alles ist grau oder so. Alles und Charlie the Steak ist rot. Es ist rot. Das heißt, weiter geht's, Leute. Wir schauen natürlich. Da passiert jetzt grün, gleich was. Aber das Ding da passiert gleich rot. Was. Aber ich sehe nicht. Ja. Ist da gar nichts. Schau mal hier. Nee. Immer noch nicht. Hier ist nichts. Mann, Freunde, wo ist. Ey, Vorsicht. Ich habe ein Gefühl. Ich habe ein Gefühl, dass ein Jumpscare kommt. Schalte, wo ist der? Ist der abgehauen? Nein. Was ist los, Flexi? Was ist los? Halt doch mal suchen, lieber. Riechst du das nicht? Hier riecht's nach Fleisch. Riechst du das nicht? Es riecht nach Fleisch, es riecht nach Steak, nach gegrilltem Steak. Ich dachte erst, das bist du.
Riecht ihr das? Ihr könnt es nicht riechen. Ihr riecht nach Fleisch. Riecht Was war das für ein Riesen-Oschi? Yo, Alter, was ist das für ein Monsterstück? So ein Riesenbraten. Alter, da kannst du auch ordentlich was drauf bauen. Ist das echtes Fleisch? Ich weiß es nicht. Es sah auf jeden Fall... Junge, das sieht wild aus. Es sieht halt einfach 1:1 aus wie Charlie the Steak. Okay. Hey. Hey. Oh, oh, oh. Einfach die Untertitel sagen, hey, oh, oh. Oha. Hey. Ich weiß jetzt gerade nicht, was davon real und was davon nicht real ist. Es wirkt auf jeden Fall sehr weird. Okay. Wir schauen erstmal nur ganz kurz im beschleunigten Prozess, Leute, würde ich sagen, in diesen 3D-Modellprozess rein. Und da würde ich sagen, beschleunigen wir das Ganze mal auf doppelte Geschwindigkeit direkt, damit wir auf jeden Fall sehen. Also, wir können sehen, dass er aus dieser Platte... Okay, die Musik geht ja extrem ab. Er macht auf jeden Fall schon mal die Augen erstmal Form. Und danach macht er hier diesen Mund. Da bildet er die Zähne im Inneren. Und ja, an sich jetzt schon, muss man sagen, das ist schon ziemlich gut gelungen, muss man sagen. Also das sieht eigentlich schon jetzt sehr, 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 sehr wild aus. Da macht er hier die ganzen Fettschichten, ne, ihr wisst ja, dann die Pupillen. Ey, wirklich, ich mag das nicht, wenn Leute Musik einfügen, wo im Hintergrund jemand singt. Das hört man einfach viel mal lauter, als wenn normale Songs sind. Also, da macht er hier die Augen, okay, und jetzt fügt er eine Adern-Textur hinzu, so eine Art Trockenheitstextur. Und das war's, ne? Wait. Macht der jetzt eine zweite Version? Oh, yo, der macht jetzt daraus direkt eine zweite Version. Der verformt einfach nur das, was er gemacht hat. Macht hier die Texturen drauf. Okay. Und das ist die zweite Version. Sackt ein bisschen ab. Und daraufhin macht er jetzt noch eine dritte Version. Ich bin jetzt langsam verwirrt, Leute. Das ist krass. Er macht aus 3 Skulpturen... Also aus einem Modell macht er die anderen darauf aus der Basis. Okay. Boah, ich weiß nicht, wie das Programm hieß. War das Maya? Nee, Maya war es nicht. Es war irgendein Programm. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Aber hier sind alle 3 Skulpturen. Und ihr wisst, es fehlt ja noch was. Und zwar die Farbe. Das ist ja ganz klar. Und da versucht er erstmal das auszudrucken. Und yo... Ich habe noch nie gesehen, wie man aus einem 3D-Drucker da arbeitet, aber man muss diese ganzen Stützpfeiler da aufsetzen und ich glaube, das Programm sagt auch einen, wie viele notwendig sind, weil sonst kippt das Ding dann um, wenn man es druckt. Beim 3D-Drucker müsst ihr ja diese Standfüße mit dazu drucken, weil sonst geht das nicht. Okay. Alles klar. Und so soll der Prozess aussehen. Elego? Boah, wild. Okay. Oh, diese Musik, Freunde, so Oldschool-YouTube-Sound. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Das ist eine andere 3D-Druckart. Die kenne ich gar nicht. Ich kenne das normalerweise so, dass ein Drucker so hier und da druckt. Hier sieht es so aus, als würdest du das Zeug eintauchen müssen. Und dann würde sich wahrscheinlich aufgrund Elektromagnetismus oder so dieses Ding bilden. So sieht es zumindest aus. Da sind die 3 Charlie the Steaks. Ich muss sagen, die sind schon gut geworden. Und da ist noch nicht mal der Lack dran. Also das ist wirklich nur dieses 3D. Und was macht er jetzt? Cleaning. We need to clean. Erstmal sauber machen. Okay. Dann muss er natürlich mit der Klemme, glaube ich, ja, die Support-Teile entfernen. Okay, cool. Das scheint irgendwie einfacher zu funktionieren, als ich dachte, muss ich sagen. So schwer ist es nicht. Danach muss man abschleifen, das weiß ich. Den Prozess, den kenne ich. Was ist das? Genau, reparieren. Moment. Cure the prints. Heile die Drucke? Oder werden die Drucke jetzt einfach per Laser drauf gemacht?
verstehe nicht, was da gerade passiert ist. Oder warte, ist das nur eine glatte Oberfläche, die gemacht wurde? Das sieht so gut aus. Das sieht echt detailliert aus. Ja? Not bad. Nicht schlecht. Okay. Und jetzt macht er es von Hand bemalen. Wow. Erst die rote Farbe. Wie ist das eigentlich, wenn man was malt? Die dominante Farbe ist die Hintergrundfarbe direkt, ne? Also die alles bedeckt sozusagen, weil alles andere, wenn man Fehler macht, dann kann man ja mit dem Rot nochmal drüber gehen oder so später. Well done. Also das ist nicht, dass er es sehr gut gemacht hat, sondern der Well done Zustand, das ist die Fleischgarform. Macht zwar keinen Sinn, weil das ist eigentlich rohes Fleisch und nicht well done. Well done sieht ganz anders aus. Aber ja, jetzt mal diesen Fettrand. Und jetzt die Augen. Ja. Ich mag diese handbemalten Figuren sehr gerne. Kennt ihr? Ach, ihr kennt das nicht. Tut mir leid, ich glaube, es gibt niemanden, der das kennt. Aus den Ü-Eiern früher. Meine Güte. Waren da gute Sachen in den Ü-Eiern. Da waren massive Figuren. Keine hohlen Löcherfiguren, so wie jetzt diese Pop-Figuren. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo eine rumliegen habe. Ja, hier habe ich eine. Ja, die Figuren sind zwar ganz nett, aber warum ist da ein Loch? Warum ist die hohl? Warum ist die nicht massiv? Massive Figuren würden das Ding so krass aufwerten. Und das gab es früher. Jetzt gibt es nicht mehr. Und dann waren sie noch handbemalt. Wie das hier. Wirklich. Ah, Leute. Das hat einen ganz anderen Charakter, wenn es handbemalt ist. Die Farbe ist viel glänzender. Das ist so 3D fast schon. Das ist super edel. Es ist alles so schön glatt und glänzend. Und jetzt glänzt nichts mehr von diesem Plastik. Und das meine ich mit diesem Glanz. Denn das hat er hier so in etwa. Okay, schauen wir mal in doppelte Geschwindigkeit. Boah, sogar Farbrisse hat er reingemacht. Ich glaube, das ist auch absichtlich. Mhm. Okay, die Augen. Ein bisschen imperfekt, muss man sagen. Also ein paar unperfekte Stellen sind da schon. Ah, nee, vergesst es. Der hat schon daran gedacht, dass er die schwarzen Ränder noch malt. Und jetzt verwischt er das. Boah, das sieht gut aus. Das sieht voll gut aus. Gut, die Augen sehen ein bisschen hypnotisch aus. Aber ich finde, das ist echt nicht schlecht gemacht. Das ist ganz gut, ja. Bei den Zähnen vielleicht ein bisschen zu viel Schwarz als Farbe benutzt. Jetzt kommt Rare. Rare, Medium Rare, Medium Well, Well Done. Ziehen wir uns mal in doppelter Geschwindigkeit rein. Okay, die Fettschicht. Alles wie gewohnt. Dann die Augen. Dann der Mund. Aber ich verstehe eine Sache nicht. Ey, sorry, Leute. Es ist sehr, sehr spät. Es ist gerade bei mir 4 Uhr morgens. Hier, ich zeige es euch for real. Es ist 4 Uhr morgens. 4 Uhr morgens. Warum benutzt er bei den Zähnen schwarz als Hauptfarbe und weiß dann als Support? Würde man das nicht eher umgekehrt machen? Ah ja, vielleicht kann man keine so dünnen Linien dann. Aber er macht ja keine dünnen Linien. So, die dünnen Linien macht er eher hier drauf. Alter, die Musik. Junge, das geht ab. Dann malt er hier. Ey, so viel Schwarz, das ist zu viel. Ah, Junge, das ist viel zu viel. Okay, das sieht schon ein bisschen krankhafter aus. Oh, da kommen diese dunklen, dreckigen Stellen. Die grünen Stellen, die wir bei dem Rare-Modus haben. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, checkt Leute meinen Hauptkanal aus. Da habe ich nämlich den zweiten Teil von Charlie the Steak hochgeladen. Und dort geht es darum, dass wir die verbotenen zwei Level Rare und Raw durchspielen. Und Raw? Raw ist creepy. Raw ist sehr creepy. Guck mal, das meine ich mit diesem Glanz bei handbemalten Figuren, dass die so glänzen. Das ist so hochwertig. Extrem. Auch wenn es das gleiche Plastik ist. Es ist hochwertig lackiert. Und das gibt eine gute Optik. Ein gutes Feeling. Okay. Ah ja, das ist die verbrannte Version. Oha!
Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Und die Augen gucken so ein bisschen raus. Die Musikfreunde, die verstört so komplett. Die passt gar nicht rein. Boah, das ist sogar die beste Version. Das ist meiner Meinung nach die beste Version. Das ist richtig gut. Also, da kriegt man so richtig Lava-Optik. Das sieht so richtig wie Magma aus, wie so eine Vulkantextur. Und der, oh, der ist schon gruselig. Dann kommt der zweite. Oder? Dann kommt der. Schöne Details. Das ist jetzt Raw. Nee, nicht Raw. Das ist... Ach, wie nett war das? Ich habe es vergessen. Aber ich mag die Details, die Farbverläufe. Und das hier ist mein Favorite. Wisst ihr warum? Weil die Zähne bei den anderen beiden Figuren so ein bisschen das rausgenommen haben. Und ich finde den süß. Ich finde den, der sieht süß aus. Und das Verbrannte ist vielleicht auch das leichteste zu zeichnen. Aber es ist sehr gut gelungen. Das ist ihm richtig gut gelungen, muss ich sagen. Komm bei was wir? Und wir haben hier das echte Charlie the Steak. Charlie the Steak, hast du was zu sagen? Oh. Bruder, ich hoffe, die haben das Steak jetzt nicht ein paar Tage da liegen lassen, um es für das nächste Video zu nehmen. Ihr könnt es sehen, Flexi hat hier auch die echte Charlie the Steak App, Mann. Und die werden wir heute benutzen. Alles, was wir in der App machen, machen wir in echt mit unserem echten Charlie the Steak. Also, wenn wir das Nudelholz in der App bei Charlie the Steak nehmen, werden wir das euch heute mit dem echten Nudelholz, eurem echten Real Life auf Charlie the Steak machen. Die werden alles, was wir machen in der App, heute mit unserem Stück Fleisch, mit unserem... Boah, er macht hier den, er macht hier... Oh, wait, sorry, da war... Mann, ich brauche mein Soundboard. Regie, wann liefert ihr mein Soundboard? Ja? Nach der Gamescom? Okay, Freunde, nach der Gamescom wird es das Soundboard geben. Das heißt, ich werde allerlei Soundeffekte mir runterladen, ne? Das heißt, ich mache eine Kategorie von sus, witzig, traurig und so weiter. Es wird lustig werden, sage ich euch. Charlie nachmachen! Und wir haben das echte Charlie the Steak hier. Nur bei was ihr. Deswegen lasst ihr einen fetten Like da, Mann. Und ich würde sagen, ab in die Küche! Ihr könnt es sehen, wir haben Charlie the Steak jetzt hier vorbereitet. In unserer Küche liegen das echte Charlie the Steak. Ja, aber Cameron, was sollen wir denn jetzt bitte mit unserem echten Charlie the Steak alles machen? Stimmt, ich habe gar keine Ahnung, Mann. Wir müssen in die App gucken. Flex, wo ist die App, Mann? Du meinst, in diese App müssen wir jetzt schauen, was wir alles machen können? Das wäre jetzt so ein richtiges Placement-Moment. Du meinst diese App? Nein, nicht World of Tanks oder Clash of Clans. Nein, was spielst du denn da? In dieser App können wir herausfinden, was man alles mit Charlie the Steak anstellen kann. Und das können wir dann heute auch mit unserem Charlie the Steak in Real Life. Deshalb, Leute, ihr schreibt jetzt alle mal Steak in die Kommentare. Oh mein Gott, es gibt endlich ein neues Wort. Freunde, ihr schreibt jetzt alle mal Steak in die Kommentare. S-T-E-A-K. Jeder schreibt jetzt Steak in die Kommentare. Und bitte nicht S-T-E-K, ja? Also wer auch immer, oh mein Gott, kommt mir bitte nicht auf die Idee, S-C-H-T-E-C-K zu schreiben. Steck. Dann stecke ich euch das selber rein, ja? Ach, S-T-E-A-K, Mann, und lasst ein Like da. Ich würde sagen, wir probieren die App aus. S-T-E-A-K und lasst ein Like da. Wow. Freunde, seht ihr? Oh mein Gott, seht ihr, wie das am Drippen ist? Holy Macaroni, Leute. Ey, das seht ihr ja gar nicht, es ist grün. Aber es ist richtig am Perlen. Boah, hier ist ja richtig Luftfeuchtigkeit, Mann. Wo kommt die her? Bin ich so am Schwitzen? Nein. Und spiel dann sozusagen die App in Wirklichkeit nach. Das hört sich sehr gut an. Charlie the Steak, hast du noch was zu sagen? Wir sind jetzt vor unserem Rechner und ihr könnt es schon sehen, wir haben die Charlie the Steak App installiert, Freunde. Und die absolut originale Charlie the Steak App, die originale. Die ist ja verboten, Freunde, aber wir haben sie für euch, Mann. Bevor wir das echte Charlie the Steak, was wir vor euch gezeigt haben, nachher richtig müssen wir jetzt erstmal bei der App nachschauen, wie das Ganze überhaupt funktioniert mit Charlie the Steak. Was haben wir alles für Sachen auf Lager? Was könnten wir benutzen für später? Wie können wir das Steak tender machen? Wie funktioniert das überhaupt mit dem Steak? Und deshalb sind wir... Ja, dann würde ich sagen, let's go, Jungs, Mädels, ne? Hier, rein damit. Jetzt in der Original-App und werden mit euch live auf jeden Fall in die App reingehen. Deshalb, Leute, like da. Die App ist... Einfach, was wir Gaming-Video vor GTA 6. Oh nein. Regie! Wir müssen die Facecam umsetzen! Ich würde sagen, man kann mich hierhin platzieren. Ich glaube, hier unten ist ein Platz. Ah, ein bisschen Platz.
Oder da in die Ecke. Ja, ich... Was ist das für ein Geräusch? Da war eine Katze oder so in der Gönnergy-Dose. Die hat gepfeift. Hallo? Hallo? Warum pfeift denn die Dose? Ich weiß nicht, warum die Dose pfeift. Okay. Ist gestartet, ihr könnt es sehen und ihr seht hier auf einem schönen Holzbrett Charlie the Stick. Ich bin schon so hyped und ihr seht oben in der Ecke, wir haben 1670 Meatballs, Leute. Das reicht nicht ganz aus, weil hier unten könnt ihr sehen bei Animation, was wir alles haben. Kostenlos ist die Zange. Yo, in der Version sind ja noch viel mehr Effekte drin. Diese scharfe Chili Flexi, Mann. Was ist das, ein Pinsel? Nee. Ich drück mal drauf, oder? Okay, ist das ein Pinsel? Sieht aus wie ein Pinsel. Wow! Oh Mann, das ist kein Pinsel, Leute, Mann, das ist kein Pinsel. Alter, Freunde, das war ein Bunsenbrenner, ihr könnt es hier sehen. Wir haben gerade Charlie the Steak abgefackelt. Das ist angebrannt. Passt auf, Leute. Und so wie das Steak schwarz war, so dürft ihr das natürlich nicht essen. Auf keinen Fall. Wir gucken mal weiter, was es noch gibt. Wir hatten jetzt gerade den Pinsel, sondern den Bunsenbrenner. Sieht aus wie ein Pinsel, Mann. Und jetzt kommt's, Mann. Jetzt kommt der Hammer, Alter. Den Hammer können wir doch auch benutzen, oder? Ja, Hammer. Okay, dann haben wir auf jeden Fall, das ist klassisch, ein Messer. Ein Steak aufschneiden. Steakmesser. Ihr filetiert ihr das Steak auch manchmal in so schöne, kleine, schöne Zahn. Und dafür braucht man... Dann let's go, Kollege. Auf geht's. Ein Steakmesser und das haben wir auf jeden Fall kostenlos. Und dann gibt's hier noch eine... Was ist das? Ein Nudelholz. Nimm Nudelholz. Es! Damit macht man eigentlich Nudeln und Spätzle. Und dann gibt's noch eine kostenpflichtige Version von dem Messer und dem Ausschneiden. Wenn du aber genau hinschaust, sieht das 1:1 aus. 1:1. Aber es kostet 14.000 Meatballs Flexi. Da frage ich mich echt, warum? Und jetzt pass auf, ihr seht das alles, das nennt man Dynamit. Ihr könnt es sehen, 16.000. Dann geht's weiter mit was? Was ist das? Eine Bohrmaschine? Eine Presslufthammer? Also... Es gibt Dynamit, aber gibt es auch Dickamit? Okay, ja, sorry, tut mir leid für den Witz. Aber komm schon, das passt. Wegen dicker Miet, Fleisch? Nein? Okay, ich lass es. Boah, krass, Mann, das sind so krasse Ideen, wie wir nachher unser Steak verfeinern können, damit es leckerer schmeckt. Und jetzt pass auf, ihr seht es, Leute, jetzt kommt das dritte Messer. Ich hab's, vielleicht sind die Messer verschieden groß. Ja, Mensch, nimm doch mal was. Nimm doch mal was. Oder sowas, ja, irgendwas zum Aufspießen auf jeden Fall. Dann eine richtige Zange. Nimm doch was. Nochmal Feuer. Weißt du was, Lexi, ich drück jetzt einfach mal auf. Ja. Chili, das ist scharf. Pfeffer. Ach, das ist Pfeffer, also scharfe Pulver. Oh, warte, jetzt machen wir gleich nochmal, Leute. Aber guck dich mal an. Der Pfeffer direkt in die Augen. In die Augen, das ist seine braunen Augen. Aber tut ihm nicht so weh. Ach doch, deine Augen werden rot. Hast du es nicht gesehen? Schau mal. Guck mal, wenn ich draufklicke. Ihr könnt sehen, oder? Wenn ich draufklicke. Da bewegt er sich. Natürlich, es ist Charlie. Was gibt's hier noch? Was ist das? Hier oben kann man noch irgendein Level aktivieren. Level okay, 3. Wir sind Level 3 auf jeden Fall. Was heißt hier Level 3? Er drückt da oben drauf und da kommt eine Zahl. Das ist voll... Was ist das für eine Version? Ich glaube, da spielt die super verbotene Version. Immer noch? Level 3? Ich habe Level 3 ausgewählt und wir nehmen noch mal den Hammer. Den Hammer hast wir noch nicht. Au, au, au. Ei, ei, ei. In der Küche, in der ganz normalen Küche macht man das auch, um das Steak richtig schön weich zu bekommen. Das Fleisch. Man klopft das Steak weich. Gerade beim Wiener Schnitzel oder sowas. Schön klopft. Gut, aber das Steak in der Pfanne oder in der Küche hat eigentlich kein Gesicht. Bei Charlie, das Steak, Charlie hat ein Gesicht. Ihr seht es. Ihr schaut ihn genau in die blauen Augen. Und deshalb, Leute, lasst alle mal noch mal ein Like da. Flexi darf ich jetzt einfach mal auf den Mauszeiger klicken. Und dann aktivierst du das Messer. Linke Maustaste bitte. Wieso bin ich das Messer? In 3, 2, 1 und let's go. Oh! Okay, das Messer war groß, Flexi, aber ich glaube, ich weiß, was der Unterschied ist. Okay, das war schon weird. Zwischen den verschiedenen Messerklingen, Mann. Welcher? Dass es nicht nur einen Schnitt gibt, wie gerade eben, sondern 2, 3, 4, 5 und irgendwas für Hackfleisch. Weil wirklich, sei ganz ehrlich, mit dem Messer teilt man das Steak eigentlich nicht nur in eine Hälfte durch. Komm, Zange für euch. Leute, Zange. Zange. Warte mal, hey, wir haben das erste Mal Charlie the Steak seine Zunge gesehen. Warte. Nochmal, die Zunge. Kriegen die Meatballs dafür, die kriegen Meatballs dafür, dass sie die Aktionen machen. Das ist anders als in der normalen App. Wir müssen die Zunge nochmal sehen. Freunde, ihr seht, die Essen, boah, sind groß und lange. Die ist ja fast so groß wie Charlie selber. Wie kann denn so eine große Zunge in so ein kleines Steak passen, hä? Bei uns ganz normale Zunge fürs Gesicht, ja. Aber Freunde, ihr seht schon, wir haben richtig krasse Ideen jetzt auf jeden Fall schon mal. Wir haben auf jeden Fall, was wir zu Hause haben, ist hier das Nudelholz. Nudelholz haben wir zu Hause. Hammer. Zange haben wir da, den Hammer. Scharfes Chili-Pulver mit da. Pfeffer. Haben wir auch alles auf jeden Fall in der Küche. Ihr habt gesehen, wir haben Charlie das Steak live in real. Die Bunsenbrenner, den haben wir auch schon. Du meinst wohl eher die Pinsel. Wir haben noch einen Grill da, das ist die Pfanne hier, wie ihr gleich seht. Das haben wir auf jeden Fall da. Was gibt's hier? Hier gibt's noch Minigames. Pass auf! Charlie! Noch ein Charlie! Einfach steht hier irgendwas auf Russisch. Ich kann es nicht lesen. Es sieht für mich aus, als wäre es rückwärts. Muss man es rückwärts lesen? Rabon.
Ah, da steht also abonniert, abonniert den Kanal oder Bocknetz Chenkop. Mann, ich verstehe Kyrillisch nicht. Das ist so komisch, weil das C wird dann zum Beispiel gar nicht C ausgesprochen und das O ist nicht ein O, sondern ein I oder so. Es ist super schwer. Das ist die einzige Sprache und Chinesisch, und Japanisch, wo man keine Ahnung hat, wie man sogar das sagt und betont. Charlie fangen, bevor Charlie in die Pfanne hüpft. Darum geht's. Okay, was haben wir noch? Wir haben oben das Menü. Oha, schau dir das an. Oh, wir sind aber ganz unten. Wir sind ganz unten jetzt gerade. Ihr seht, dann Medium, also das sind die Fleischarten. Durch und Raw ist Roh. Medium, okay. Oder alles. Wir sind aber noch ganz unten und das Steak ist noch. Aber, guck mal, könnt ihr lesen, Freunde? Hier oben steht, ihr könnt lesen. Sammelt 1 Million Hackfleischbällchen. Wir haben gerade mal 2000. Alter. 1 Million! Jo. Das spielen wir ja bis morgen früh. Was passiert, wenn ich hier draufklicke? Ich klicke einmal. Nicht nur bis morgen früh. Ich habe ausgerechnet, das würde bei schnellem Tempo 33 Stunden dauern. Drauf. Okay, so ungefähr 6 bis 4 Hackfleischbällchen. Ja, 5 bis 6, ich sehe es. Was hier oben? 5 bis 6. Guck mal, oben ist noch eine Chili-Soße. Was passiert mit das? Ist hier? Oh. Ah, genau, ins Auge, Leute. Was ins Auge, Leute. Ja, ihr seht es, Leute. Ihr habt gesehen, wie das Auge richtig rot wird. Also, krass, guck mal, da oben kann man auch die Sachen auswählen. Man muss gar nicht. Ach, krass. Ich kann oben aufs Messer klicken. Dann kommt das Messer. Okay. Heftig. Mit dem einen, aber nur mit dem einen Schnitt. Was passiert mit dem Zahn? Okay. Nichts. Bewegt er sich, oder? Das geht leider alles nicht, Mann. Leute, das ist noch nicht freigeschaltet. Deshalb, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da. Dann werden wir auf jeden Fall noch was freischalten hier. Weißt du was? Lange. Ich hab eine Idee, Mann. Ich will das freischalten. Wie? Wow. So, liebe Leute. Okay, was ist jetzt passiert? Jetzt bin ich mal gespannt. Was haben die jetzt gemacht? Leute, guckt es euch an, Mann. Wir haben jetzt alles freigeschaltet. Ich habe alles freigeschaltet. Ich bin wirklich gespannt, was passiert. Also, wir gehen nochmal alles durch. Ihr kennt es ja. Die Zange hatten wir schon mit der riesen Zunge, Mann. Auf jeden Fall, die Zange hatten wir. Okay, was machen wir als nächstes? Flex, komm. Wir gehen nochmal von unten links. Ja. Alles durch, Leute. Ihr könnt auch sehen, wir haben 42.000. Okay. Wir haben sozusagen den Meatball-Hack und gehen diese Fleischbällchen hier. Ah, ja, der Hacker. Hacker. Wohl der Hackfleisch-hassende Zerhacker. Guckt jetzt mal an, Wundenbrennen hatten wir. Und damit können wir jetzt alles freischalten. Dafür lasst ihr ein Like da. Jetzt wird es richtig interessant. Ich bin so gespannt, was passiert mit den anderen Sachen, die wir noch nicht hatten. Manche Sachen können wir euch nicht zeigen, deswegen werden wir diese Sachen dann unkenntlich machen, Freunde, Mann. Ganz genau. Es ist nicht zu heftig, oder? Das ist das Messer immer noch mit einem Schnitt. Aber ich bin jetzt so gespannt, was passiert bei dem größeren Messer. Ihr wisst, was jetzt kommt. Jetzt kommt das Nudelholz. Wow. Oh mein Gott, nein! Diese Bohrmaschine, wo du gesagt hast am Anfang. Das sind die Zähne, Mann. Die Zähne, oh mein Gott. Oh mein Gott, der tut mir so leid, Charlie. Mit! Oh mein Gott, wir haben Dynamit genommen. Wow, das war der wildeste Effekt, muss ich sagen. Das, Freunde, Mann. Armer Charlie, als nächstes, was nehmen wir als nächstes? Komm, wir nehmen das Messer. Wir nehmen das Messer mit 2. Ui. Es sind diesmal 2 Messer. Und es hat viel mehr Schnitte. Dann nehmen wir. Alter, die Musik im Hintergrund, die passt da irgendwie voll rein. Ich weiß nicht warum. Bam, bam, bam. Nächstes, das Nudelholz für euch. Ah, das kennen wir. Das haben wir auch zu Hause, das Nudelholz. Das ist richtig lustig, Mann. Okay, ihr seht es, Freunde, Mann. Wir steigern uns. Der wird ein Medium, ein Level freigeschalten. Oh, jetzt. Also, angeschluckt werden, Mann. Jetzt wird ja langsam Medium, nicht mehr well done. Jetzt klicken wir mal auf Roh. Roh, so sieht der Roh aus, Freunde. Sieht aber nicht mehr appetitlich aus. Und jetzt, Leute, wir müssen uns leider unkenntlich machen. Das ist, Das kann ich auch nicht zeigen, Mann. Das ist crazy. Das nennt man das brutale Messer. Oh, die Zange. Den Piekser, den ich gesagt habe. Das ist der heftigste. Darf ich euch beschreiben, was ihr seht? Ich glaube, ihr könnt das auch irgendwie erkennen. Aber nicht dafür. Nee, Leute, wir schauen alle weg. Und ihr lasst alle dafür trotzdem ein Like da. Egal, ob wir alle wegschauen. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt das rohe Steak. Was machen wir als nächstes? Komplexig. Was macht ihr denn da mit der Zange? Ah. Er hat unsere Reaktion ablesen. Zange, Zunge, Pfanne, fertig. Pfanne ist gut. Gar nicht zum Braten! Andersrum! Hast du gesehen? Das Steak, oh, die Pfanne auf den Steak und ich das Steak in die Pfanne. Uiuiui. Das Feuer, was am meisten kostet. Aber jetzt würde ich es essen, weil so schmeckt es richtig lecker. Feuerino. Freunde, was ist verbrannt? Das Steak war noch jetzt verbrannt. Jetzt kommt die Bohrmaschine, alle Zähne mal raus. Ist aber lustig. Ja, aber andererseits, wie kannst du das Steak auch mit Zähne essen? Wir haben es geschafft, wir haben mit so viele Ideen, dank euch gesammelt. Ihr habt auch so viele fleißige Likes da gelassen. Ja, aber Leute, was ist denn das? Man kann doch nicht mit der Pfanne auf das Steak hauen. Wir wollen doch das Steak in die Pfanne hauen. Ich hätte auch gedacht, dass wir das Steak in die Pfanne hauen, aber es hat... Boah, das wäre so nice, wenn ihr jetzt das Steak, was sie da haben, wirklich braten. Boah, das würde ich so fühlen. Neue Idee und wir gehen jetzt runter zu unserem echten Steak. Und ihr bleibt dran, lasst ein Like da, wir gehen jetzt zum Charlie the Steak. Wir haben jetzt in der App gesehen, was wir alles mit Charlie the Steak anfangen können. Das ist so ein Klotz an Fleisch. Das ist so ein Monstrum. Es gibt das Nudelholz, es gibt die Gabel, es gibt den Bunsenbrenner, es gibt die Pfanne. Jetzt bin ich gespannt. Die Zange, das Messer, man kann so viel machen. Wie krass ist das denn, Mann? Und ich würde sagen, Flex, wir verschwenden keine Zeit, Mann. Leute, ihr lasst doch mal einen richtig dicken Like, dann geht's jetzt los. Let's go. Wir fangen erstmal mit dem Pfeffer an. Wir pfeffern das Auge, aber... Genau wie in der App.
Passiert nichts, oder? Oder? Das ist gut. Also bis jetzt ist es noch ein Unterschied. In der App hat er rumgeschrien. Dieses Mal nicht. Und sein Auto wurde rot. Das ist hier blau geblieben. Dann würde ich sagen, scharfe Soße. Ja, nee, Tabasco, Mann. Oh mein Gott, die Tabasco-Soße. Die Skorpion-Soße. Das ist die Skorpion-Tabasco. Flexi, bist du bereit? Wie in der App in die Augen. Oh! Was? Schau dich an, Mann. Passiert nichts, oder? Dann würde ich sagen, wir gehen zum nächsten. Wie in der App, oder? Das wäre Flexi. Das Messer. Ganz genau. Hier haben wir das Messer, Flexi. Lass mich mal bitte. Jetzt bin ich dran. Wie in der App. Oh, Vorsicht, Flexi. Flexi hat Messer in der Hand. Er hat ein Messer. Flexi hat ein Messer. Ein schöner genau Schnitt, oder? Gleiche Größe, Mann. Bist du bereit? Ja. 1, 2, 3. Passiert ja gar nichts. Und Flexi? Wie in der App, ein Schnitt. Ihr könnt es sehen. Da würde ich jetzt mal sagen, jetzt geht's ans Nudelholz. Bitte, Flexi, let's go. Ja. Ihr könnt es sehen, Flexi, Mann. Du hast die ganze scharfe Soße nur verteilt. Mehr ist da nicht passiert. Das heißt, das Steak ist jetzt scharf? Ihr wisst doch, eure Steakknopfen. Das arme Steak. Jeder Veganer jetzt in diesem Video. Oh, oh, oh. Alle in Ruhe. Leute, lasst ihr jetzt alle lieber mal noch ein Like dafür, Charlie. Und natürlich für was wieder. Wir werden jetzt eine Sache machen, was wir euch nicht zeigen konnten, weil das ein bisschen zu brutal war. Und zwar hat es diese Gabel in der App gegeben. Und mit dieser Gabel haben sie das Auge rausgeholt, Flexi. Das könnt ihr hier machen, wenn es ja noch ein Stück Fleisch ist, man. Das ist ja nichts Verbotenes. Es ist Charlie. Es ist kein Stück Fleisch, es ist Charlie das Steak. Ihr schaut jetzt einfach mal zu. Und zwar sind die hier so reingegangen und die hier das Auge einfach rausgeholt. Jetzt hat Charlie keine Augen mehr. Ein Auge hat er noch. Ein halbes Auge. Das Auge, Mann, Freunde. Ein halbes. Ey, Leute, das ist jetzt so krass. Ich freue mich schon so. Ich hoffe, ihr habt das Steak gleich nach dem Video noch gebraten und dann lecker essen gehabt. Später dieses Steak hier auf den Grill zu legen. Es wird bestimmt so tender, super soft und zart. Ihr kennt doch alle solche. Überteuertes Salz für 6 Euro. Kauft mir nie wieder. Schön gegen Nusret erstmal feuern, dieses überteuerte 6-Euro-Salz. Ja, Mann, das ist auch ganz bestimmt aus der reinsten Quelle aus dem Himmel. Ja, Komm nicht mal was. Warte mal, Kevin. Kannst du dich noch erinnern, als wir gerade die App benutzt haben? Das ist eine Sache. Die müssen wir jetzt unbedingt noch machen mit Charlie. Oh mein Gott, sofort, Alter. So, jetzt fehlt nur noch die... Ordentlich. Pfanne, wie in der App. Oh mein Gott, Flexi, das sieht gut aus. Geil. Und wie ist Charlie? Es sieht richtig lecker aus und ich kann es gar nicht erwarten, es nachher... Ey, der Grill ist schon ein bisschen durch, ne? Ist das normal, dass die Platte so verbogen ist? Sieht auf jeden Fall... Junge, hier ist eine Fliege. Wo ist die hin? Sieht gut aus. Und wie ist Charlie? Es sieht richtig lecker aus und ich kann es gar nicht erwarten, es nachher mit euch zu testen und zu essen. Oh mein Gott, wir werden ja, Charlie Mann. Essen. Wow. Lecker Schmecker. Oh, sieht das geil aus, Freunde. Wir verschwenden natürlich keine Lebensmittel. Wir grillen es jetzt hier richtig schön durch. Wir kochen es im Barbecue. Wir werden das Steak jetzt gleich noch richtig genießen. Und danke an Charlie für das geile Steak. Er hat sich für uns geopfert. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Und wir nehmen als erstes Charlie das Steak. Let's go. So, Figur. Ist deine Figur weiblich? Nein, das ist sie nicht. Hat deine Figur einen YouTube-Kanal? Nein. Charlie the Steak hat keinen YouTube. Hat deine Figur existiert? Nein. Also, was heißt das? Also, sie war in der App. Sie ist aus einem Spiel. Ja. Keine dunklen Haare. Trägt deine Figur eine Hose? Nein. Leider nicht. Kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? Charlie's Steak ist kein Horrorspiel. Nein. Sie läuft nicht auf zwei Beinen. Ist deine Figur rot? Ja. Ja. Bitte. Sie hat was mit Essen zu tun. Ja. Ja. Trinkt deine Figur Wasser? Nein. Hat deine Figur einen Boxkampf verloren? Bitte. Du bist auf dem richtigen Weg, Akinator. Du bist auf dem richtigen Weg. Nein. Bitte. Wird es jetzt machen? Er hat es direkt geschafft. Oh. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Leute, was? Was? Charlie the Steak hat er direkt erraten im ersten Versuch bei Frage Nummer 13 oder so. Oha, das war extrem gut. Das ist er. Ja, das ist er. Und diese Figur wurde 1108 Mal gespielt. Als sie das erste Mal gemacht haben, da wurde die Figur, glaube ich, nur 3 Mal insgesamt gespielt. Boah, letztes Mal gespielt um 2.09 Uhr. Das war vor circa 2 Stunden. Junge, das war wild. Ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell errät, aber man muss sagen, Akinator, du hast aus deinen Fehlern gelernt. Er hat Akinator, ich meine, er hat... Sollen wir jetzt mal den Akinator erraten? Das wäre interessant. Wir werden jetzt als nächstes direkt den Akinator versuchen zu erraten. Wir nehmen eine Figur und dann gehen wir rein. Ist sie männlich? Ja, ist er auf jeden Fall. Wohnt deine Figur in Deutschland? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Lebt deine Figur wirklich? Nein. Hat deine Figur Beine? Nein. Bruder, der macht doch gerade... Das ist ein Scherz. Was ist das?
Ist deine Figur ein Flaschengeist? Bro, wir sind in Frage Nummer 5. Das ist langsam gruselig. Ja, lebte deine Figur in Russland? Ich weiß nicht, woher du bist. Ich weiß es nicht. Stand deine Figur aus Island? Ich weiß es nicht. Singt deine Figur Skibidi? Nein. Wohnt deine Figur in Nürnberg? In Nürnberg? Nein, weiß ich nicht. Spricht deine Figur gerade zu dir? Komm schon, Bro, lass es doch jetzt selbst exposen. Wenn ich jetzt auf Ja drücke, dann musst du dich selbst erraten. Ja! Let's go! Freunde, der Akinator ist heute mal übertrieben gut mit den Fragen. Ja, er hat es geschafft. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Bei jedem Charakter steht, wie oft man ihn gespielt hat. Und hier steht das, glaube ich, gar nicht, wie oft er gespielt wurde, oder? Ich drücke auf Ja. Ich drücke auf Ja. Diese Figur wurde 2,9 Millionen Mal gespielt. Zuletzt gespielt vor einer halben Stunde. Wow. Okay. Das ist wild. Aber Leute, wir sind natürlich noch nicht vorbei. Wir wollen jetzt ein standardmäßiges Steak erraten als nächstes. Und deswegen nehmen wir Figur. Ist es ein Tier? Es ist eigentlich keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall kein YouTuber. Sie gibt es in Wirklichkeit. Sie trinkt keine weibliche Kleidung. Sie spricht nicht. Nein, das tut sie auf gar keinen Fall. Also sie spricht nicht. Sie ist... Also... Ist deine Figur aus USA? Nee, also es gibt amerikanische Steaks und es gibt auch argentinische Steaks, aber sie ist nicht aus den USA. Nein. Und sie ist auch nicht... Oh! Sie ist auch nicht aus deiner Fußballwelt irgendwie berühmt. Hat sie eine für Handy? Nein, nein, hat sie nicht. Ist sie eine Figur bereits so... Könnte man sagen. So ein Steak ist tot, ja. Das glaube ich nicht, dass sie länger als 100 Jahre tot ist. Nein. Komm schon. War deine Figur schon mal Staatschef? Wer kennt ihn denn nicht? Steak, der Präsident namens Steak. Nein, er ist kein Staatschef. Hat deine Figur eine Katze, die Tabby heißt? Nein, sie ist nicht im Musikbereich. Sie ist nicht Schauspieler. Nein. Hat deine Figur eine Katze? Was? Nein, hat sie nicht. Ist deine Figur ein Mensch? Nein. Ist deine Figur ein Hund? Nein. Läuft deine Figur? Nein, sie lebt nämlich nicht mehr. Nein. Ist deine Figur Mitglied der was ich? Ich habe keine Ahnung. AC/DC? Nein. Hat deine Figur zwei Augen? Nein. Ist deine Figur kleiner als ich? Ja. Komm schon. Ja, sie hat was mit Tieren zu tun. Spielte deine Figur da jemals beim HSV? Entschuldige mal bitte. Das Ding läuft nicht auf zwei Beinen. Wie kann denn beim HSV vorher jemand, wie kann man das denn nicht wissen, wenn die Figur vorher gefragt, läuft eine Figur auf zwei Beinen und ich sag nein? Ja, spielt deine Figur bei HSV? Ja, Junge, HSV ohne Beine oder was? Nein! Komm schon, Mann! Ist deine Figur essbar? Ja! Ja! Hat deine Figur was mit Essen zu tun? Ja! Jetzt sind wir auf der richtigen Spur. Ist deine Figur jünger als 10 Jahre? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Oh. Oh mein Gott. Das ist krass. Er hat Fleisch erraten. Und ich wollte Steak. Ich wollte Steak. Aber wisst ihr was, Leute? Wisst ihr was? Ich lasse das durchgehen. Ich lasse das durchgehen, weil er hat es trotzdem geschafft, relativ schnell Fleisch zu erraten. Und auf dem Foto ist ja Steak zu sehen. Hier haben wir ja Steak. Und wenn es aus der Fleischtheke ist, mal gucken, wie viele Leute das gespielt haben. 950 Mal? Letztes Mal gespielt vor 3 Tagen um 0 Uhr. Wow, okay. Also gut, man kann auch nach allem Möglichen suchen beim Akinator. Was haben wir denn als nächstes? Wir werden jetzt als nächstes einen alten Kollegen, beziehungsweise dachte ich, dass es von den Entwicklern ist, von dem Spiel, das Charlie Steak von den Entwicklern von Talking Ben ist, gehört, dass es ein anderer Entwickler ist, wo ich nicht verstehe, dass die Spiele ähneln sich extrem in ihrer Spielweise. Aber ja, wir werden auf jeden Fall jetzt Talking Ben als nächstes suchen und deswegen suchen wir nach dieser Figur. Ist deine Figur männlich? Yes. Yes. Sie wohnt nicht in Deutschland. No. Ich werde jetzt versuchen, mit der ganzen Stimme machen, aber also, ist deine Figur noch real? No. Dann deine Figur aus einem Spiel? Yes. Hat deine Figur dunkle Haare? No. Ist deine Figur aus Bros. No. Trägt deine Figur eine Hose?
Ich muss jetzt mal nachgucken, Leute. Talking Ben. Meint ihr, der hat eine Hose? Lasst mal nachschauen. Wartet mal, Leute. Wartet mal. Ich muss mal das Foto nachschauen. Meint ihr, der hat eine Hose an? Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Ich würde sagen, no. Kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? No. Komm schon. Steht deine Figur auf zwei Beinen? Yes. Hat deine Figur ein tierisches Aussehen? Yes. Trägt deine Figur Schuhe? No. Komm schon. Ist deine Figur ein Pokémon? No. Hat deine Figur was mit Nintendo zu tun? No. Hat deine Figur Fell? Yes. Ist deine Figur aus einem Spiel im App Store? So, jetzt sei bitte nicht zu voreilig. Sag nicht Talking Tom. Sag Talking Ben. Also, ist die aus dem App Store? Yes. Bitte, 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 bitte. Okay. Ich muss applaudieren, meine Damen und Herren. Akinator, du bist heute in Topform. Jetzt werde ich diese Frage mit Ja beantworten. Und dann call ich es jetzt schon. Bei Frage Nummer 16 wird er uns Talking Ben erraten. Achtung, let's go. Okay, ich dachte, jetzt wird er es erraten. Ist deine Figur braun? Yes. Zeigt deine Figur ihr Gesicht? Yes. Ben! Yeah, wir haben ihn, Leute. Wir haben Ben gefunden. Und oh mein Gott, können wir mal darüber reden, wie schnell und wie effizient er Sachen errät? Er hat Charlie the Steak erraten. Er hat Akinator erraten. Er hat Fleisch, also das Steak, erraten. Er hat Talking Ben erraten. 4 Stück in Folge in unter 30 Fragen jeweils. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Aber als nächstes haben wir eine Figur, die vielleicht ein kleines bisschen schwieriger ist. Und zwar geht es als nächstes um Poe. Und naja, wir sagen erstmal, ja, es ist Ben. Und jetzt schauen wir mal. Ein technisches Problem ist aufgetreten. Was soll das denn heißen? Was heißt das denn? Ein technisches Problem. Ich möchte spielen. Ich möchte spielen. 23 Personen spielen jetzt gerade in diesem Moment. Okay, dann suchen wir jetzt mal eine Figur. Okay, ist deine Figur männlich? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Was für ein Geschlecht ist es? Ich würde sagen, Poe ist männlich, aber ich kann es nicht sagen. Sie ist kein Mensch. Sie ist auf jeden Fall kein Mensch. Und sie steht auch nicht auf zwei Beinen. Ich glaube, die Fragen, die Akinator stellt, sind schon mal sehr, sehr gut. Nein. Hat deine Figur Beine? Bruder, im Ernst, Akinator. Du hast mich gerade eben gefragt, ob meine Figur auf Beinen steht. Und jetzt fragst du, ob die Figur Beine hat. Denkst du, man nutzt Beine nicht dazu, um zu stehen? Warum fragst du? Okay, aber weißt du was? Er macht die Fragen so schnell, ich sag euch, wie es ist, der wird unter 15 Fragen trotzdem Poe erraten haben. Wenn er das macht, dann alles gut. Der will nur Double-Checking machen, um auf Nummer sicher bei den ganz kritischen Punkten raufzuhauen, weil Poe hat ja keine Beine. Und wenn die Figur keine Beine hat, dann wird er es relativ schnell erraten, hoffentlich. Er hat keine Beine. Sie ist aus seinem Spiel. Ist deine Figur essbar? Nein, nicht in diesem Spiel, nein. Ist deine Figur böse? Ich weiß es nicht. Was macht er gerade? Ist deine Figur ein Pokémon? Warum denn die ganze Zeit Pokémon? Das wäre auch interessant, alle möglichen Pokémon zu erraten. Das wird schwer. Nein. Hat deine Figur Arme? Oh, jetzt kommen wir in den wichtigen Teil. Keine Beine, keine Arme. Es wird jetzt sehr kritisch. Nein. Ist deine Figur ein Zeichner? Nein. Kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? Darf ich dieses Poe-Spiel als Horrorspiel bezeichnen? Ich würde sagen, nee, ich nehme den aus der originalen App. Ich weiß es nicht. Hat deine Figur etwas mit Nahrung zu tun? Oh. Also wir füttern ihn und er wird immer fetter. Ob jetzt die Figur was mit Nahrung zu tun hat, ich weiß nicht. Hat deine Figur Hautfarbe rot? Nein. Komm schon. Komm schon. Ist deine Figur gefährlich? Ich weiß es nicht. Ist deine Figur extrem stark? Nein. Ist sie aus Holz?
Nein. Hat deine Figur zwei Augen? Ja, ja, ja. Ist deine Figur klein? Ich würde sagen, ja. Lebt deine Figur in Köln? Nein, 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 nein. Hat deine Figur ein Formel-1-Rennen gewonnen? Ja. Weil man auch ohne Beine und ohne Arme ein Formel-1-Rennen gewinnen kann. Natürlich, Akinator. Wenn ich jetzt auf Ja drücke und ich sage, er hat keine Arme, keine Beine, über welchen Formel-1-Fahrer reden wir hier? Ich würde es gerne wirklich wissen. Ich weiß es nämlich nicht. Nein, er hat kein Formel-1-Rennen gewonnen. Was ist das für eine dumme Frage? Die Figur ist nicht blau. Sie ist nicht Five Nights at Freddy's. Sie ist nicht weiß. Sie hat keine Musik. Sie kann nicht in der Luft schweben. Ja, sie ist braun. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich bin ein bisschen überrascht. SCP-999. Aber der hat doch Arme, Kollege. Und ist das braun? Er ist orange. Nein, fortfahren. Ist deine Figur ein Tier? Nein, ist es nicht. Ist deine Figur gelb? Würde ich nicht sagen. Nein, sie ist nicht grün. Sie ist nicht rot. Guck, so schier deine Figur Cannabis. Ja, Mann. Nein. Deine Figur aus Metall? Nein. Was ist Silica? Nein. Ist Silica ein Land? Macht deine Figur Kämpfe? Nein. Ist deine Figur eine Doors Entity? Nein. Ist kein Reality TV. Kein Familienfilm. Sie ist aus dem Spiel. Ja, ja, ja. Sie ist nicht in Schwarz-Weiß. Nein. Komm schon. Sie kommt nicht aus der Gocherstraße. Ja, sie hat einen Mund. Sie hat keine Nase. Sie ist kein Roboter. Nicht Nintendo. Komm schon. Nicht Chirurgie. Nein. Hat deine Figur Zähne? Ich weiß es nicht. Sie ist nicht aus Minecraft. Sie ist im App Store. Kontrollierst du die Figur? Ja? Komm schon. Sie macht keinen Polizeidienst. Kämpft deine Figur gegen Monster? Nein. Sie hat keinen Hals. Moi? Wer ist Moi? Moi hat ja nicht mal ein Foto. Moi ist so irrelevant, der hat nicht mal ein Foto. Fortfahren. Mann, du hättest wirklich, Akinator, du hättest heute in dem Video beweisen können, dass du die beste Errata-Figur bist. Aber bei Poe ist Schluss. Poe hat er nicht im Griff. Ist nicht von Elvis. Sie ist, ja, sie ist keine existierende Tierart. Ich hab doch gesagt, die Figur ist braun. Nein. Beginnt der Name mit einem P. Ja. Ist deine Figur zitronengelb? Ich weiß nicht. Komm schon, Mann. Komm schon. Ja, sie hat großen Appetit. Ja, komm. Hat deine Figur einen großen Kopf? Ich weiß nicht. Komm schon. Sie ist nicht in den 80ern. Nein, keine blaue Hautfarbe. Komm schon, Mann. Keine Männerkleidung. Sie ist die Hauptperson des Videospiels. Das ist kein Shinki. Nein. Nein, nicht mit Blau. Mach. Er scheint der Name deiner Figur im Titel seiner Serie. Ja. Hat deine Figur einen Körper? Ja. Sie ist nicht aus Animal Crossing. Eher rund. Ja, 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 ja. Grüne Haut. Nein. Du fragst jetzt schon zum zweiten Mal, ob die in den 80ern bekannt geworden ist. Wie oft soll ich sagen? Nein. Nein. Kein Superheld. Mann, keine übernatürlichen Fähigkeiten, keine Arme, keine Beine, braun und rund, Augen, Mund. Das hat sich gereimt. Wie kann man denn da noch was erraten? Er war so nah dran mit der SCP-Kreatur. Ist seine Figur gummiartig? Ja, bitte. Weiße Augen? Ja. Ja, nein, sie ist nicht Rechtsanwalt. Nee, nicht Locoroco. Nicht Locoroco. Nee, auch wenn ich das Spiel so sehr mochte. Nein. Ist deine Figur dick? Ja, komm von mir aus. Sie ist aber nicht aus Florida. Sie kann nicht fliegen. Sie ist nicht in Fortnite. Sie ist nicht rosa-rot. Sie ist nicht Minecraft Challengers. An wen denkst du? Ich denke an Poe, mein Freund. Du hast es nicht geschafft. Poe, App-Figur. Es kann nicht sein. Akinator. Ich muss sagen, da hast du mich echt enttäuscht. Der hat es nicht ganz gut hinbekommen. Aber ja, Leute, ich würde an der Stelle sagen, wir lassen es heute erstmal mit dem Akinator. Wir müssen ihm aber auch Props geben. Die ersten vier Figuren hat er wirklich sehr, sehr gut erraten.
Ihr könnt das... Ich höre die ganze Zeit Geräusche, Mann. Das ist so weird. Naja, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus und rein und ciao!